Ronja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr und Sie so zahlreich gekommen sind. Kann man ja schon so sagen, der Laden ist voll. Also vielen Dank auch an Fritz Felgentreu, unseren Bundestagskandidaten, für die Begrüßung und vor allem an der Stelle auch nochmal an das Agora-Kollektiv, in dessen Haus wir ja heute sind. Es gab lange Debatten darüber, es heißt wirklich Agora, weil es nämlich nicht griechisch ist, sondern portugiesisch eher geprägt. Also vielen Dank auch an die, dass wir hier sein dürfen und natürlich an die Gäste, wurden eben schon genannt. Ich stelle sie auch gleich nochmal vor und natürlich auch vielen Dank an euch und Sie, dass ihr dabei seid. Zum Ablauf heute, ich meine, das Thema ist klar, wir reden über den NSA-Skandal und Prism, Tempora und wie sie alle heißen, diese schönen Programme oder nicht schönen Programme. Das ist unser Hauptthema. Wir wollen aber versuchen, am Schluss auch noch ein zweites Thema zu streifen oder nicht nur zu streifen, sondern auch ein bisschen darüber zu reden. Und zwar, was ist überhaupt gute Netzpolitik? Was muss die Politik in diesem Feld künftig besser machen? Weil bisher ist das ja unter dieser Regierung nicht ganz gut gelaufen und da haben wir, glaube ich, ein paar Vertreter von der SPD, die dazu was sagen können, aber auch Thilo Jung, der, naja, viel im Netz unterwegs ist, man wird ihn kennen. Und genau, es sind ja noch zwei leere Stühle, das liegt jetzt nicht daran, dass wir irgendwie noch auf Herr Steinbrück oder sowas warten, sondern wir wollen nachher die Diskussion eröffnen und das war in der Form oder einer abgewandelten Form einer Fishbowl-Diskussion machen. Das ist eigentlich ein Kreis, das machen wir heute nicht, aber das heißt, wenn ihr und sie dann später Fragen haben, dann ist es nicht einfach melden und aufstehen, sondern bitte mit aufs Podium kommen, aber dazu erkläre ich später nochmal mehr, dass wir würden jetzt erstmal eine einführende Runde machen und dann sage ich nochmal mehr zu dieser Fishbowl-Geschichte. Genau, und Titel der Veranstaltung ist ja Hashtag Reclaim Your Data und hier sind auch zwei Mitglieder aus dem Wahlkampfteam der SPD Neukölln mit ihren Laptops irgendwo hoffentlich und haben mittlerweile WLAN gefunden und twittern ein bisschen während der Veranstaltung unter diesem Hashtag Reclaim Your Data, was hier so auf dem Podium gesagt wird. Und genau, da könnt ihr euch auch dran beteiligen. Wir haben uns jetzt auf dem Podium schon darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Darf ich auch du Publikum sagen oder wie ist da so die Stimmungslage? Ja gut. Alles klar. Genau, also online unter Hashtags ReclaimYourData. Und jetzt kurz zur Vorstellung. Neben mir sitzt Thilo Jung, der ist freier Chefredakteur, aber und zwar von Jung und Naiv, Politik für Desinteressierte. Und werden einige von euch kennen. Er ist YouTube-Journalist, aber auch ausgebildeter Redakteur, ich glaube vom Nordkurier. Ist das richtig? Ja. Genau, also ausgebildeter Redakteur und freier Chefredakteur von Jung und Naiv. Und was er da macht, für die von euch, die das noch nicht gesehen haben, der ist mit einer Kamera unterwegs und einem Mikrofon und befragt viele Leute, auch Spitzenpolitiker, tut sie aber auch. Das ist ja auch ein SPD-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. genau. Auf jeden Fall vielen Dank, Thilo Jung, dass du da bist. Du hast hier auch das Mikrofon. Wir kommen gleich nochmal zu dir. Dann auf der ganz rechten Seite Yannick Hahn, der ist, der macht gerade seinen Master und zwar in Intercultural Communication Studies an der Europa-Universität Viadrina und bloggt sehr fleißig, also ist viel im Netz unterwegs, unter anderem auf yannickhahn.de und auch auf spd-netzpolitik.de bloggt er über die Digitalisierung der Politik und auch der Gesellschaft und eben die neuesten netzpolitischen Entwicklungen in der SPD und ist zudem noch Sprecher des Forums Netzpolitik in der SPD Berlin und, das möchte ich auch noch sagen, hat vor kurzem ein Buch herausgebracht oder geschrieben und veröffentlicht und zwar Die Gesellschaft im digitalen Wandel. Hallo Yannick Hahn, schön, dass du dabei bist. Und jetzt, ich glaube, die kennt ihr alle, aber ich sage trotzdem, das ist Gesche Joost, die rechts neben mir sitzt. Sie ist Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin, genau, UDK, und leitet auch das Design Research Lab und macht da ganz viel, unter anderem Forschungs- und Lehrprojekte zu den Themen Mensch-Maschine-Interaktion, Gender- und Diversity-Aspekte in der Technologieentwicklung und soziale Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Partizipation und ist außerdem noch im Kompetenzteam von Per Steinbrück. Früher hat man das Schattenkabinett genannt, heute ist das Kompetenzteam und ist dort eben zuständig für vernetzte Gesellschaft und Netzpolitik. Vielen Dank, Gesche, dass du dabei bist. Du kannst ja auch schon mal das Mikrofon schnappen, weil die ersten Fragen gehen nämlich an dich. Ich muss ja auch erstmal akklimatisieren hier. Genau. Ich habe das eben schon gesagt, du bist Professorin für Designforschung an der UDK. Davor warst du Juniorprofessorin für Interaction Design und Media an der TU Berlin. Also du hast schon eine
sehr gute akademische Karriere hinter dir. Ja, muss man auch sagen, für Professoren in jungen Jahren ja schon viel, viel gemacht. Ganz kurz, jetzt bevor wir über NSA und so weiter reden, was sind denn da deine aktuellen Arbeitsschwerpunkte? Also was machst du an der UdK? Woran forschst du? Ja, gerne. Vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass hier so viele Leute sind. Zwei Stühle sind noch da. Also wenn ihr Lust habt, schon mal so quasi Probe zu sitzen für Fishbowl, setzt euch hier noch hin. Hier ist auch, ist da noch einer frei? Einer ist hier vorne auch noch, nicht, dass ihr die ganze Zeit stehen müsst. Da ist auch noch einer. Der ist schon ein bisschen älter, der Stuhl. Ich bin seit 2,5 Jahren an der Universität der Künste hier tätig und habe da eine Forschungsgruppe aufgebaut, wo es um die Themen eben Mensch, Maschine und die Interaktion dazwischen geht. Und das sind sehr spannende Themen, die zum einen von so einer Ingenieursperspektive kommen. Was gibt es gerade für aktuelle Technologien, die entwickelt werden? Was ist an Vernetzungsstrategien und Techniken gerade aktuell? Und was kann man von der Designseite her eigentlich dazu beitragen, weil ich von Hause aus Designerin bin? Und das Ganze, was dazwischen passiert, nennt sich dann, Interaction. Und da machen wir im Moment viel im Bereich interaktive Materialien und Textilien. Also wir haben da zum Beispiel einfach neue Gewebe, die wir entwickeln auf so altmodischen Strickmaschinen, wo leitendes Garn eingewoben wird, wo kleine Mikrocontroller eingenäht werden, die dann per Bluetooth mit dem Handy kommunizieren. Und da kann man ganz wilde Sachen mitmachen. Also man kann dann sich einfach eine App auf sein Handy runterladen oder selbst programmieren und dann tut das Textil irgendwas Wildes, es vibriert, leuchtet oder was man sich auch immer ausdenkt. Das ist ein neuer Bereich von diesem Wearable Computing, der sehr, sehr spannend ist und der auch relativ einfach mit Bordmitteln inzwischen umzusetzen ist. Das ist ein großes Thema. Ein zweites, was wir machen, ist das Thema soziale Nachhaltigkeit und Partizipation. Da machen wir auch hier in Berlin was mit einer Berliner Nachbarschaft in Mitte auf der Fischerinsel. Das ist hinter der Museumsinsel so eine Hochhausecke. Da gibt es einen Club, der nennt sich Senioren Computer Club. Das ist eine eigene Initiative von Anwohnern von der Fischerinsel, die sich gegenseitig Computer beibringen. Der Älteste ist 86, die jüngsten Mitglieder sind so um die 60. Und das ist eine ganz, ganz tolle Initiative, weil man da sieht, dass Vernetzung und Digitalisierung eben auch bis ins hohe Alter ganz wichtig ist und Türen öffnet. Also die nehmen dann ein Bildungsangebot im Netz wahr oder gestalten ihre eigenen Fotobücher und haben einerseits das Thema Vernetzung zum Gegenstand, also bringen sich Computer bei, andererseits darüber lernen sie sich auch kennen und kommen halt aus diesen Hochhaussilos raus. Und das ist so ein Projekt, mit dem wir zusammenarbeiten, um das Thema sozial nachhaltige Entwicklung und Unterstützung von solchen Initiativen begleiten von der Forschungsperspektive. Und das ist was sehr Konkretes, wo man irgendwie sehr viel lernen kann, wie überhaupt Gesellschaftspolitik funktioniert. Und das war eigentlich auch mein Link in die Politik herein, also aus diesen Themen immer Vernetzung mit Leuten gemeinsam zu gestalten, dass ich dann immer wieder gemerkt habe, das ist eigentlich Gesellschaftspolitik. Und das war eigentlich dann mein Ansatzpunkt zu sagen, jetzt vielleicht mal von der anderen Seite, von der politischen Seite zu schauen und zu überlegen, wie man diese Ideen in der Politik einbringen kann. Ja, das klingt sehr interessant. Würde mich freuen, wenn die Perspektive weiterhin in der Politik und vor allem auch in der SPD vertreten wird, ja, von dir dann. Und wie kam das jetzt mit der Zuständigkeit? Also im Kompetenzteam habt ihr dann, also du bist ja seit 2006, glaube ich, im sogenannten persönlichen Beraterkreis von Per Steinbrück. Hat Per Steinbrück dir dann irgendwie eine Facebook-Nachricht geschickt, so Gesche, kannst du das mit dem Internet machen oder wie lief das ab? Ich bin 2005 oder 2006 war das, da gab es dieses Deutschlandland der Ideen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das war so eine Initiative irgendwie parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und da wurden 100 Köpfe von morgen unter 35 ausgewählt. Da war ich irgendwie mit dabei und da war ich nämlich in der Bild-Zeitung. Wenn man in der Bild-Zeitung ist, dann kennt einen irgendwie plötzlich jeder. Und daraufhin hatte der Per Steinbrück mich gefragt, in so einen persönlichen Beraterkreis reinzukommen. Das waren so 25 Leute, ganz unterschiedlicher Couleur, also von Schauspielern über Schriftsteller, über Uli Hoeneß, der da mal aufgetaucht ist und so. Das war sehr, sehr nett. Sagen wir nicht nochmal. Wir waren nur einmal da. Und da sind wir, haben uns viermal im Jahr ungefähr getroffen und es war wie so ein Salongespräch, also so wie hier im kleinen Kreis und es ging über ganz unterschiedliche Themen, gesellschaftspolitische Themen, also wie gestaltet man eine gute Migrationspolitik, eine sinnvolle, eine effektive oder was machen wir zum Thema Cybermobbing, wie kann man da eigentlich politisch drauf reagieren und solche großen Themen haben wir da besprochen. Und dann kam Anfang des Jahres ein Anruf aus seinem inneren Zirkel und da fragte wirklich einer seiner engsten Vertrauten so, kannst du bei uns nicht irgendwas mit Internet vielleicht machen? Und ich so, und dann hatte ich wirklich
erst im Ende April mit Pierre Steinbrück selbst den Termin und dann hat er mir zwei Optionen gegeben. Einmal so eher in der zweiten, dritten Reihe etwas im Bereich Social Media im Rahmen der Kampagne zu machen und die zweite Option war hier erste Reihe ab, nach vorne ins Kompetenzteam, aber dann auch richtig in den Ring. Also das ist dann eben nicht so versteckt. Und im Kopf dachte ich noch so, ach ja, zweite Reihe ist ja auch ganz schön, das ist ja nicht so anstrengend. Und ich hörte mich dann sagen, so, nein, das fällt mir natürlich Kompetenzteam, ist ja ganz klar. Und hatte gleich auch so ein Gender-Ding mitlaufen, dass ich als Frau nicht mich in der zweiten Reihe verkriechen möchte, sondern da muss ich irgendwie durch und fand es dann natürlich toll. Dazu noch mal ganz kurz eine Nachfrage. Du forschst ja auch zu Gender und Diversity, Sachen im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und so weiter. Hast du irgendwie so eine These, warum das denn bei so Veranstaltungen zu Netzpolitik und NSA und sowas meistens ja so ist, dass jetzt, heute sind überraschend viele junge und auch ältere Damen da, aber es ist ja meistens so, dass irgendwie 90% der Leute Männer sind. Heute sind wir vielleicht bei 75% oder so, ich weiß nicht. Finde ich auch merkwürdig. Also im Netz selbst jetzt auf Twitter oder Facebook nehme ich es nicht so wahr, dass da eben ein Männerüberschuss wäre. Und ich glaube auch, dass sich das sehr stark ändert. Das ist also von dem Nutzungsverhalten im Netz und von dem Interesse für Themen der vernetzten Gesellschaft, sagen wir mal, glaube ich, nehme ich wahr, ist eigentlich ausgeglichen. Vielleicht dieses engere netzpolitische Thema, was wir heute Abend auch besprechen wollen, ist, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass da vielleicht irgendwie das nicht so zieht. Keine Ahnung. Also ich finde es ein merkwürdiges Phänomen. Ich glaube aber nicht, dass es am Mangel der Interesse liegt. Es muss an irgendwas anderem liegen. Ja, jetzt gar nicht, genau. Also dann wollen wir vielleicht zum Thema des heutigen Abends kommen. Wir sprechen ja über die umfassende Überwachung durch die amerikanischen und auch britischen Geheimdienste, also NSA und GCHQ. Ich glaube, das heißt Government Communications Headquarter. Und die machen so schöne Programme wie Prism, Boundless Informant und Tempora. Und wie viele Prisms geht, ist ja noch irgendwie nicht ganz klar. Aber was ich dich ganz gerne fragen würde, was waren deine ersten Gedanken, als Edward Snowden, das ist ja der das öffentlich gemacht hat, als der sich Anfang Juni dann in diesem Guardian-Interview als Informant offenbart hat, als man das irgendwie mitbekommen hat? Was war so deine erste intuitive Reaktion zu dieser Geschichte? Also als Bild kam mir gleich in den Kopf, als wäre so ein Vorhang weggezogen. Also man hat es wahrscheinlich für möglich gehalten, aber es wurde nie so real. Man dachte so, naja, natürlich kann man theoretisch auf Daten zugreifen, aber in der Tragweite ist es für mich nie real gewesen. Und das hat Edward Snowden geleistet. Und gerade jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch mitbekommen habt, über den Guardian und jetzt auch auf Spiegel Online und jetzt haben alle Medien nachgezogen, wurde nochmal nachgelegt, eigentlich, dass dieses Programm, dieses X-Key-Score, wie es heißt, dass das wirklich einen flächendeckenden Zugriff auf von den USA aus gesehen ausländische Daten, also auch auf deutsche Daten, zulässt. Das heißt, es wurde jetzt eigentlich das, was Edward Snowden schon am Anfang in seinen Interviews auch enthüllt hat, wird jetzt immer nochmal nachgelegt, nochmal durch geheime Dokumente belegt. Und das ist einfach ein wahnsinniges Szenario, was sich da auftut. Für mich ist es richtig eine Erschütterung, also auch als ich es heute jetzt nochmal gelesen habe, was da nochmal nachgelegt wurde, dessen, was ich wahrgenommen habe als freies, experimentelles Internet und den Umgang im Internet und die positiven Möglichkeiten, die es da gibt. Und das sehe ich auch als die große Gefahr, dass dieses positive Bild, was ich vom Netz habe, dass das jetzt so fundamental erschüttert wird durch die Enthüllungen, in denen da zutage gekommen sind. Du warst ja zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, schon Mitglied im Per Steinbrücks Kompetenzteam. Also es war eigentlich klar, du hast jetzt die Netzpolitik übernommen, das landet irgendwie auf deinem Schreibtisch. So, ich sag mal, nach ein paar Tagen die ersten rationalen Gedanken, was war da so die erste, was wäre so die wichtigste Konsequenz? Also ich will jetzt noch nicht das Fazit der Veranstaltung machen, aber so, was war die erste Sache, okay, das geht so nicht, wie es im Moment ist, das müssen wir, Per und ich, besser machen. Also das erste war überhaupt mal klar zu sagen, dass das aufhören muss. Das habe ich von der Bundesregierung noch nicht gehört. Und ich denke, oh, das kann doch nicht sein. Also ich muss doch irgendwas überhört haben. Also erstmal eine klare Grenze zu ziehen und da den amerikanischen Kollegen zu sagen, da ist die Grenze so klar überschritten, das muss aufhören, Nummer eins. Und das zweite, Verbündete zu suchen. Dass wir nicht innerhalb von Deutschland diskutieren, oh je, was machen wir denn jetzt? Das ist natürlich auch wichtig.
aber dass man da mit großer und mit internationaler Stimme sprechen muss und sagen, auf europäischer Ebene müssen wir da Einigkeit darüber bekommen, was Privatsphäre heißt, was Bürgerrechte im Netz sind, was Datenschutz heißt, um dann gemeinsam mit europäischer Stimme zu sprechen können zu amerikanischen Partnern, zu China, Russland und so weiter. Das heißt, wir müssen es groß denken und wir müssen uns da richtig breit aufstellen und nicht diese Diskussion so zu verfusseln, wie es gerade passiert, und nicht so eine Augenwischerei-Taktik zu fahren. Auch wir haben noch nur zwei Datensätze weitergegeben und naja, die Daten waren ja auf amerikanischen Servern, da können wir ja gar nichts machen. Also das fand ich echt ein Skandal, was da in den letzten Tagen gelaufen ist. Wir kommen da nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt aber auch unsere weiteren Gäste nochmal ein bisschen beteiligen. Thilo Jung, ich drehe mich ein bisschen nach links. Hi nochmal. Hi. genau. Ja, du bist ja jemand, also ich glaube in so einer, weiß nicht, in irgendeiner Zeitung oder sowas, der etablierten Presse würde dann vielleicht stehen, der ist Digital Native oder so, also digitaler Eingeborener. Du bist mit dem Netz aufgewachsen, ich glaube irgendwie Ende 20 so, ne? 27, okay. genau, das Internet ist ja auch das Medium, was du jetzt für deine journalistische Arbeit ausgewählt hast. Also du bist da als YouTube-Journalist unterwegs. Ich habe das jetzt auch gesehen, du bist bei Facebook, bei Twitter, bei Google+, bei Tumblr, bei YouTube und Xing. Ja. Gibt's noch mehr? LinkedIn noch. LinkedIn, genau. Hast du auch ein MacBook von Apple? Jetzt schon, dank meines Crowdfundings, ja. Genau. Also bei all den Namen, wo die NSA mit drin sitzt, sag ich mal. Ich vertraue denen ja. Super. Genau. meine Frage wäre erstmal, seit diesen Enthüllungen von Edward Snowden, hat sich da für dich persönlich was verändert? Also hat das irgendwie Auswirkungen gehabt darauf, wie du im Netz unterwegs bist? Auf meine Nutzung? Ja. Nein. Überhaupt nicht? Nein. Okay. Und was war deine, also hast du gesagt, ja, egal, oder was war so deine Reaktion darauf? Natürlich nicht egal. Ich war überrascht, dass die ganzen Verschwörungstheoretiker anscheinend nicht nur Recht hatten, sondern untertrieben haben. Dass diese Möglichkeiten bestehen, dass nicht nur amerikanische Geheimdienste und britische machen, sondern auch deutsche, das war mir klar. Dass sie so umfassend machen, war mir nicht klar. Ich habe natürlich auch irgendwie in meinem Umfeld mit Freunden und sowas darüber gesprochen und nicht alle, aber manchmal kam auch so rum, ja, ist irgendwie nicht gut, aber den meisten war das irgendwie klar. Die haben was bei Facebook geschrieben und das war irgendwie klar, dass das eh alle mitlesen da in Amerika. Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, so eine Verteidigungshaltung. So, ja, das haben die gemacht. Ich glaube, wenn jedem klar ist, dass jede einzelne Nachricht, die man, also auch per Privatnachricht auf Facebook hin und her schickt, dass das einlesbar ist. Von allen Regierungen, also von den westlichen Regierungen dieser Welt oder wer immer mir was Böses will, ich glaube, dann geht man da nicht mehr so leicht damit um. Ich glaube, das ist eine Abwehrhaltung, aber ich habe das auch schon gewusst. Also es kommt auch immer dieser Satz, ich habe ja nichts zu verbergen, irgendwie ist das alles nicht so schlimm. Bullshit. Ja, finde ich auch persönlich. Was ich noch ganz interessant war, du warst für deine Sendung Jung und Naiv auch bei der Demo, ich glaube, es war das Montagabend, ja, vor der BND-Zentrale in Mitte, diesem neuen wunderschönen Gebäude, was ja auch so ein Sinnbild, hätten wir auch auf die Poster drücken können, vielleicht drucken können. Genau, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass irgendwie in der veröffentlichten Meinung, also die Presse sich total darüber aufregt, ja. Aber das dann wieder auf so einer Demo, da waren ja auch nicht so viele Leute. 200 Leute, ja. Das ist so ein Ding, das muss sich aber hier in Deutschland, das muss sich uns lassen, dass die Medien, die deutschen Medien, federführend in dieser Diskussion sind, gerade weltweit. Also in Amerika wird sich auf Snowden konzentriert, da wird der Messenger geshootet, wie man so schön sagt, oder der Messenger auf der Messenger, also Greenwald und so weiter. Ich finde, das machen die deutschen Medien hier schon ganz gut, sich auf die Fakten zu konzentrieren und zu sagen, hier, wir klären euch, was Prism ist und so weiter. Das Problem ist, dass die Bevölkerung das kapieren muss. Die Bevölkerung muss kapieren, die Medien machen zwar ihren Job, aber solange die Bevölkerung nicht kapiert, dass das, was da gerade passiert ist, oder was da gerade passiert, schlimmer ist als das, was die Stasi jemals gemacht hat, viel umfangreicher. Ich glaube, wenn die Deutschen kapieren, dass das, was jetzt in der Bundesrepublik passiert, viel schlimmer war als das, worüber wir uns 20 Jahre lang aufgeregt haben mit der Stasi, dann erfolgt auch ein Umdenken. Aber solange die Bevölkerung nicht kapiert, was da passiert, wie gravierend das ist, wird sich, glaube ich, wenig ändern. Du hast ja auch irgendwie so ein Interview mit der Huffington Post per Video oder sowas. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Die Huffington Post, die das jetzt nicht kennt, ist so ein Live-Video. Es ist HuffPo Live. Das ist HuffPo Live, genau. Amerikanisches Fernsehen. Wie kam das? Also die haben dich angerufen als
Prism-Experten oder was war das für eine Geschichte? Gar nicht, ich habe einfach nur, ich bin vernetzt im Internet mit anderen ausländischen Journalisten und die wissen, dass ich mich mit deutscher Politik befasse und wollten von einem Deutschen hören, wie das denn hier gerade so los ist und ob Merkels Wiederwahlchancen nun gefährdet sind. Und dann habe ich ihnen gerade dasselbe gesagt, wie wir... Hast du ja gesagt, ne? Nein, die sind nicht gefährdet, weil die Deutschen, weil erstens die SPD da genauso drinsteckt wie die CDU. Und auch alle anderen Parteien, also alle anderen etablierten Parteien, Grüne und FDP genauso. Das heißt, sie sind unglaubwürdig, wenn sie da jetzt sich jetzt quasi groß aufspielen. Und zweitens, solange die Deutschen das nicht kapieren, dass eigentlich alle etablierten Parteien dafür gehen müssen oder die Verantwortlichen dafür gehen müssen, auch nur Merkel, aber auch Herr Steinmeier oder so weiter, die jahrelang da federführend verantwortlich waren, wird dann nichts passieren. Die Deutschen müssen kapieren, was da los ist. Das ist der nächste Schritt. Okay. So, jetzt drehe ich mich wieder nach rechts. Wir wollen ja hier alle zu Wort kommen lassen. Janik, du engagierst dich ja schon seit einiger Zeit sowohl lokalpolitisch, aber auch vor allem netzpolitisch in der SPD in Berlin. Und jetzt durch diesen NSA-Skandal, ich habe zumindest das Gefühl, da ist Netzpolitik so, jetzt ist es eines der wichtigsten Wahlkampfthemen plötzlich, was ja zuvor nicht so richtig abzusehen war. Also das ist ja auch ein bisschen was Neues. Und Thilo hat es eben ja auch schon gesagt, dass, ich sag mal, die SPD bisher ja auch nicht federführend war in der Netzpolitik, kann man vielleicht so sagen. Dabei für mich an dich die Frage, ist das auch manchmal ein bisschen frustrierend eigentlich, Netzpolitik in der SPD zu machen? Oder wie sind da so deine Erfahrungen? Es ist oft sehr frustrierend, weil man auf der einen Seite sozusagen eigentlich für, also zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung sozusagen gegen Wände dauernd läuft und immer dagegen ankämpft und auf der anderen Seite sozusagen, wenn dann wieder irgendwie ein Parteitag für die Vorratsdatenspeicherung spricht, dann kriegt man wieder den Prügel im Netz sozusagen ab und was sozusagen die das bestimmt haben, kriegen den nicht ab. Das ist, aber auf der anderen Seite ist es auch interessant, also es ist so eine Mischung, weil ich habe das zum Beispiel auch, ich habe auch viel gelernt, weil ich durch die SPD dann irgendwie in Abteilungen, also Ortsvereine gegangen sind oder irgendwelche Veranstaltungen und da wiederum viel gelernt habe von Leuten, die nicht so im Netz zu Hause sind oder die wieder andere Sichten haben. Also sozusagen, man lernt auch dadurch viel, wenn man sich anders als bei den Piraten oder teilweise auch bei den Grünen nicht sozusagen sehr homogene Gruppe hat, sondern sehr heterogen aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten und auch Altersgruppen. Das bringt einen auch selber sehr viel weiter, weil man sozusagen damit auch seinen eigenen Horizont erweitert. Aber es ist auch oft frustrierend, das gebe ich zu. Also ich hoffe, dass wir gleich nach dem NSA-Themenblock nochmal dazu kommen und über ein paar, was du ja auch Artikel zu veröffentlicht hast, wie man auch innerparteiliche Partizipation durch das Netz verbessern kann. Aber zunächst bleiben wir mal bei dem Thema. Du hast, glaube ich, vorgestern auch auf Twitter, ich habe euch natürlich jetzt alle gefollowt und mal geschaut, was ihr so macht, hast du auch auf diesen berühmten Artikel von Sascha Lobo, der ich vorgestern, glaube ich, auf Spiegel Online in seiner Kolumne erschienen ist, und der ist ja eigentlich SPD-Sympathisant, hat sich, glaube ich, beim Willy Brandt-Haus nochmal beliebt gemacht, indem er nämlich Schilly zitiert mit, oder ich weiß nicht, ob er zitiert, aber zumindest nochmal wiedergibt, der ja die Vorratsdatenspeicherung und diesen Prism, dieses Prism-Programm quasi gleichsetzt. Und genau, du hast getwittert, dass so ein bisschen eigentlich Unterstützung ist, die VDS muss weg. Aber ist das für dich wirklich das Gleiche? Also Vorratsdatenspeicherung, wo das jetzt erstmal bei der Telekom liegt und es ja dann zumindest einen Richterbeschluss geben soll, und was, wo eine direktstaatliche Stelle auf alle Daten und nicht nur Verbindungsdaten zugreift. Ist das für dich wirklich in einen Topf zu werfen? Das hat schon Ähnlichkeit, ist aber nicht sozusagen dasselbe. Also Ähnlichkeit ist, dass man einfach mit dem Staubsauger erstmal Daten zieht und danach schaut, was können wir damit machen. Das ist sozusagen dasselbe sozusagen bei beiden, aber der Unterschied ist halt wirklich, dass das eine sozusagen per Gesetz beschlossen wird, nicht geheim gemacht wird, sondern offen gemacht wird. Und bei dem einen, also bei Prism, können, soweit man das zumindest weiß, die Behörden einfach zugreifen, so wie sie wollen. Und bei der Vorratsdatenspeicherung muss dann wirklich sozusagen Verdacht sein und dann geht man zum Richter und sagt, wir wollen die Daten haben und die dann rausgehen. Aber trotzdem, finde ich, sollte sich die SPD meiner Meinung nach, aber gut, das habe ich schon lange, also vertrete ich schon lange, sich gerade nach Prism nochmal überlegen, ob man wirklich an der Vorratsdatenspeicherung festhält, weil es gab zum Beispiel vor einigen Wochen von Sigmar Gabriel einen Artikel in der FAZ, wo er dann gegen Überwachung und für die Freiheit sozusagen der Bürger plädiert hat, und ich hätte da wirklich jeden Satz unterschreiben können, nur mir hat dann am Ende die Forderung gefehlt, weil was ist dann die eigene Forderung? Er hat dann gesagt, die Amerikaner müssen aufhören mit Überwachung, aber er hat dann sozusagen nicht gesagt, dass man auch in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung fordert, was zumindest auch ein sehr großer Einschnitt in die Bürgerrechte ist. Und das fehlt mir immer noch. Aber es ist sozusagen teilweise vergleichbar, aber
Prism hat natürlich eine ganz, ganz andere Dimension als die Vorratsdatenspeicherung. Ja, und sie ist im Kern schlecht, das heißt, und auch grundrechtsverletzend, darum muss sie hastig wiederkommen. Ich habe eine Frage zu dem Thema an dich. Ich glaube auch, dass da jetzt die, was heißt das, Window of Opportunity, dass da gerade jetzt die Tür wieder auf ist. Also zum einen haben wir ja Oppermann auch schon so weit, dass wir die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene kippen wollen. Das finde ich ja schon mal super, weil das ist natürlich der Schritt, den wir gehen müssen. Weil wenn wir die einfach in Deutschland nicht einführen, sind wir gerade schon verklagt worden vom Europäischen Gerichtshof. Das ist auch nicht so richtig toll, weil da stehen Strafzahlungen ins Haus von 300.000 Euro pro Tag. Das ist einfach nicht etwas, was eine Zielsetzung sein kann. Deswegen erstmal auf europäischer Ebene das ganze Ding kippen. Was auch dazu spielt, ist ja gerade die Diskussion überhaupt um die Effizienz der Vorratsdatenspeicherung, wo sie eingeführt wurde. Das wird ja gerade auch auf Klage unterschiedlicher europäischer Mitgliedstaaten hin diskutiert. Insofern ist das gerade auch was auf Prüfstand ist, wo evaluiert wird, was hat es uns eigentlich gebracht. Und bisher sind die Ergebnisse ja ziemlich mau, muss man sagen. Insofern sind das alles Dinge, die da gerade mit reinspielen, sodass ich glaube, dass auf europäischer Ebene gerade da die Chance sehr groß ist, dass wir da ganz neu bewerten, was ist das eigentlich für eine, was sind das eigentlich für Daten, über die wir da sprechen, was ist das für ein Instrument, was wir für Strafverfolgung einsetzen wollen und was ist ein berechtigtes Interesse, was ist ein effizientes Werkzeug und können wir diese Forderung überhaupt aufrechterhalten vor dem Hintergrund, was wir gelernt haben. Wir können nicht den Amis sagen, nutzt bitte dieses Instrument nicht, lasst uns da bitte in Europa und Deutschland in Ruhe und selber ein anderes rausholen. Also da machen wir uns dann auch lächerlich. Andererseits würde ich, also ich finde es schwierig, in dieser Debatte alles so zusammenzuwerfen. Also wenn wir irgendwie sagen, VDS ist gleich Prism, das ist mir zu hart. Also jetzt, wenn wir gerade vor diesem X-Keyscore und so, das ist schon mal echt eine ansatzlose Speicherung. Ja, aber weißt du, die Speicherung von Daten ist eins, aber irgendwie der komplette Zugriff ohne irgendeine Autorisierung, also jetzt hat der Spiegel ja gerade veröffentlicht, das ist einfach eine Maske, ein Interface, ich habe ein Pulldown-Menü, wo ich sagen kann, aus welchem Grund ich überwache, das brauche ich gar nicht zu autorisieren, sondern ich kann einfach sagen, nur so oder aus Interesse oder keine Ahnung. Und dann kann ich komplett mitlesen, live, full take, das ist so, oh Gott. Und eine Speicherung ist was anderes. Also ich glaube nur, wir müssen, wenn wir insgesamt, und ich bin sehr dafür, dass wir eine Datenpolitik entwickeln, die für die nächsten 10, 20 Jahre eine Roadmap irgendwie hat, dann müssen wir auch ganz genau hingucken, worüber reden wir, welche Datenarten, was, also dass wir da, weißt du nicht, dass wir das ganze Kind mit dem Bade ausschütten, sondern dass wir da ganz vernünftig sagen, okay, worüber reden wir. Ich finde, wir sollten das einfach auf den Kopf stellen und nicht sagen, wie wir die Daten der Bürger speichern und wie wir das verwalten, sondern wir sagen, also die Europäer vielleicht, wir schützen die, wir werden da tätig, dass die nicht abgehört werden und nicht abgespeichert von einem fremden Kontinenten und so weiter. Also bin ich auch eine gute Position, ja, genau. Auch aus Deutschland, dass man sich dahin stellen kann, Datenschutz war schon immer für uns wichtig und da kann man auch auf europäischer Ebene sagen, lass uns das zusammenbringen. Und das ist ja gerade irgendwie, du hast von dem auch gerade gesagt, das muss eingeschränkt werden, also gerade die amerikanische Überwachung und so weiter, das muss nicht eingeschränkt werden, das muss aufhören und bestraft werden und die Verantwortlichen müssen da am besten ins Gefängnis und so weiter. Und ja, das ist immer noch eine legitime Forderung. Ja. Und ich habe meine Eltern mal gefragt, was dann eigentlich passiert ist, nachdem das mit der Stasi rauskam, oder das mit der Stasi war dann immer ja schon bekannt, aber nachdem die Stasi dann quasi nach der Wende, was da passiert ist. Und als da rauskam, da wurde erst die Stasi ein bisschen umgewandelt, glaube ich, 89, dann kam dann raus, hey, die Stasi vernichtet da irgendwelche Daten und so weiter und so fort. Und auf einmal haben sich da spontan Bürgerkomitees entwickelt in einzelnen Städten und so weiter. Das hat in Erfurt angefangen, dass meine Eltern waren in Rostock dabei. Und sowas erwarte ich hier auch, dass wir nicht mit 200 Mann vor der BND-Zentrale stehen, sondern sie mit 200.000 Mann oder mit 20.000 Mann dann einnehmen. Also einfach nur, ja, ich meine, der BND hat im Grunde illegales Zeug. Sie sind ein Geheimdienst und wir brauchen keine Geheimdienste. Gerade jetzt nicht mehr. Also ich glaube, das sind die ganz großen Sachen. Ich glaube, da würde sich Gesche auch zu weit aus dem Fenster werfen. Aber ich wollte nur kurz eins sagen. Dass, was nach der Stasi kam, kam ja die Stasi-Unterlagenbehörde, eine Gaukbehörde. Und was wir brauchen, was wir Europäer vielleicht mal andenken sollten, anstatt hier irgendwelche völkerrechtlichen neuen Schutzgesetze rauszuholen, wir sollten irgendwie so eine
so eine digitale, weltweite Gaubehörde schaffen, wo ich einsehen kann, wer meine Daten wann einsieht, wer was speichert, wo was benutzt und so weiter. Das ist möglich. Also, und das wäre ein ganz neuer Weg. Nee, also dieses Völkerrechtsding, das brauchen wir auf jeden Fall. Das würde ich auch. Da sag ich ja nicht, aber wir müssen weiterdenken, wir müssen in die Zukunft denken. Na gut, ich würde vielleicht, also ich würde vorschlagen, das ist ein Vorschlag, der steht vielleicht jetzt auch bei Twitter, mal sehen, welche Kreise der noch zieht. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz fragen, wir haben ja eben angefangen über Vorratsdatenspeicherung zu sprechen und du hast es auch eben gesagt, Jannik, dass die SPD-Spitze sich da noch nicht, zumindest noch nicht alle überzeugt sind, sage ich jetzt mal. Mich würde interessieren, Gesche, wie ist denn da die Stimmung im Kompetenzteam und auch wie steht Per Steinbrück dazu? Also hast du mit ihm da schon drüber reden können jetzt? Zu dem Skandal, aber auch vielleicht noch ein bisschen weiter, Vorratsdatenspeicherung und ja, die EU-Richtlinie zu revidieren. Wir treffen uns dann nächsten Dienstag zu, also wir haben wöchentlich oder zweiwöchentlich Treffen im Kompetenzteam und das steht ganz groß auf der Agenda für das komplette Treffen am Dienstag, also dann erwarte ich mir da viel von. Mit Thomas Oppermann habe ich da wie gesagt schon drüber gesprochen und da ziehen wir in einem Strang, dass da der erste Schritt ist, auf der EU-Ebene das Ding zu kippen und das finde ich schon mal ein super Schritt, dass wir da vorankommen und das ist auch was ich gerne im 100-Tage-Programm verankern möchte, dass wir sagen, hier auf EU-Ebene gehen wir da los. Aber war der Oppermann nicht pro VDS? Ja, aber wenn er mir zusagt, dass wir auf europäischer Ebene das Ding kippen. Ja, aber sollte, wenn ihr jetzt euch ausspricht gegen genau dieses Kippen und so weiter, warum ist er noch in diesem Team? Ich meine, das ist ja unglaubwürdig, oder? Also, dass ein Oppermann als VDS-Befürworter dann in einem Kompetenzteam ist, dass sich dann später gegen die EU-Richtlinie und so weiter ausspricht. Also, ja, also erstens wenn ich da zurückkehren soll. Aus diesen Kompetenzen. Das ist eine harte Forderung hier. Ja, natürlich. Nein. Natürlich. Nein. Ich habe vorhin gesagt, wer für die Überwachung ist und wer für die Vorratsdatenspeicherung ist. Nein, das wäre jetzt aber echt ein bisschen extrem. Also erstens, ich habe mich damit auch mal... Extrem ist einfach nur, finde ich, einen logischen Schritt. Nee, ist es gar nicht. Also erstens haben wir ja schon festgestellt, dass wir nicht alles in einen Topf werfen wollen. Zweitens, also haben wir festgestellt, dass... Verschiedene Töpfe, aber immer noch Töpfe. Also, ne, mit Oppermann habe ich mich darauf verständigt, dass wir auf europäischer Ebene da gemeinsame Sachen machen. Wunderbar, ne? Vorratsdatenspeicherung kippen. Und erstens und zweitens ist es wichtig, dass man vor dem Hintergrund, was wir gelernt haben aus den ganzen Enthüllungen von Edward Snowden, dass man dann überlegt, was ist eigentlich eine deutsche und eine europäische Datenpolitik. Und das ist doch eine aktuelle Geschichte. Da muss man doch nicht irgendwie sagen, daraus ziehen wir jetzt die Konsequenzen. Also ich sehe da jetzt nicht deinen Punkt. Also vielleicht... Die Konsequenzen sollten vielleicht erstmal bei den Leuten, die in der Regierung gerade sind, liegen und da in den letzten 4 Jahren mit zu tun haben. Ich würde gerne noch was diese Menschen, die diese Regierungslinie befürworten, wie ein Steinmeier und Oppermann. Also alle zurücktreten oder was? Ja, die sollten auf jeden Fall nichts. Also ich glaube, vom Kompetenzteam muss man ja erstmal nicht zurücktreten, aber das ist ja. Du müssen nicht zurücktreten, aber sondern einfach aus den führenden Ämtern. Ich würde gerne noch einen Schritt einmal weitergehen. Es gibt ja diese politische Floskel, glaube ich, und Merkel hat das auch nochmal gesagt. Jeder Politiker, glaube ich, fordert erstmal eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Finde ich auch. Schöne Worte, genau. Aber mich würde interessieren, ganz konkret, weil es gibt ja beide Interessen. Also wir wollen einerseits in Freiheit leben, auch im Netz, aber wir wollen ja gleichzeitig auch irgendwie im sicheren Land leben und dieses Vorratsdatenspeicherung-Ding ist ein bisschen in die Hose gegangen, ist irgendwie nicht mehr so ganz en vogue, sage ich jetzt auch mal, aber was wäre dann davon hier ein Vorschlag, ein konkreter Vorschlag, wie man das vielleicht wirklich schaffen kann? Also wie können wir beides unter einen Hut oder in einen Topf bringen? Ich glaube, dieses, was mit diesem Bild verbunden wird, Freiheit und Sicherheit, also dieses Sicherheits, ja, dieses Symbol für Sicherheit und dieses, vielleicht sagen wir mal so, ich habe als Bild im Kopf wie so ein Pendel, was ausschlägt zwischen Sicherheit und Freiheit. Und 9/11 war das einschneidende Erlebnis, was in Richtung Sicherheit die komplette politische Großwetterlage umschlagen ließ. Da wurde so eine Gleichung geboren, komplette Überwachung gleich Sicherheit. Und diese Gleichung ist natürlich totale Illusion, aber das ist etwas, was hochgehalten wird. Dass man sagt, hier durch diese Art von Überwachung können wir Sicherheit garantieren, das ist einfach nicht so. Das ist nun 2001 gewesen, das ist schon jetzt einige Jahre her. Insofern ist ganz wichtig, dass wir von politischer Seite, von deutscher Seite und europäischer Seite und dann völkerrechtlich das Pendel wieder zurück in Richtung Freiheit schwingen lassen. Weil wie ich das Netz wahrgenommen habe, so wie ich auch mit dem Netz groß geworden bin in den 90er Jahren, war es für mich wirklich das
freiheitliche Medium schlechthin, also alles, was damit verbunden wurde. Das ist was, was echt wichtig ist. Also dieses basisdemokratische, wir können alle miteinander dort agieren, wir können politische Teilhabe ermöglichen, wir können freie Identitäten ausprobieren, wir können neue Meinungsforen bilden. Also das ist ja alles auch realisiert worden in gewisser Weise. Also wir sind heute an dem Punkt, dass wir das eigentlich in vielen Stücken so realisieren konnten, wie man es auch erträumt hatte eigentlich in den 90er Jahren. Und wenn das jetzt so baden geht und in die Hose geht vor den ganzen Enthüllungen, das wäre ein unglaublich großer, also kultureller, gesellschaftlicher Verlust und das geht halt nicht. Ich finde, ein Problem ist ja auch bei der Diskussion, wir reden ja heute über Konsequenzen und wenn wir mal uns überlegen, also wir haben ja Reclaim Your Data, also ich will meine Daten zurück so, und die Daten liegen aber gerade in der Verfügungsgewalt von irgendwelchen, meistens US-amerikanischen Konzernen sind das ja, also das sind ja Gebilde, die Geld verdienen wollen. Und hast du da irgendwelche Vorschläge, was wir da politisch und auch auf welcher Ebene wir das machen müssen, um irgendwie diese Verfügungsgewalt, das sind ja unsere Daten, wie kriegen wir die zurück? Genau, ganz, ganz wichtiges Thema. Also einmal immer so die Frage, was sind eigentlich meine Daten? Wenn ich sie im Netz habe, sind sie denn meine Daten? Ganz schwierige und sehr spannende Frage. Das Zweite aber, wenn der Maaßen sich hinstellt vom Forschungsschutz und sagt, naja, wir sind da aus dem Schneider, weil halt ja die ganzen Daten auf US-amerikanischen Servern liegen, da können wir nichts machen. Das ist eine Bankrotterklärung der Politik. Das finde ich eine ganz harte Sache, wenn man sagt, das sind zwar die Daten deutscher Bundesbürger und die haben die hier auf Facebook eingestellt und so, dann sind die halt im Netz und das ist ja global, da ist rechtlich gar nichts zu machen. Das geht überhaupt nicht, sondern man muss eben die Konsequenz daraus ziehen, dass man, was gerade schon angedacht wurde auf europäischer Ebene im Zuge dieser Novellierung der Datenschutzrichtlinie, sagt, es gibt ein sogenanntes Marktortprinzip. Das heißt, ich bin in Deutschland, hier gibt es Facebook, hier gibt es Google und die sollen sich bitteschön an deutsches oder europäisches Recht halten müssen. Das heißt, dass wir darauf dann auch Datenschutz durchsetzen können. Und das finde ich total wichtig, dass sich so ein Maaßen hinstellt und sagt, und der Uhl ist ja auch so ein Spezi, ne, aus Bayern, der hat sich erstmal das Internet erklären lassen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Der hat den Bundesnachrichtendienst gefragt, dass der ihm erstmal das Internet erklärt, öffentlich in der FAZ. Und dann ist es nämlich so, wenn man in Deutschland eine E-Mail verschickt von A nach B, dann bleibt die manchmal gar nicht in Deutschland, sondern die könnte geroutet werden über internationale Server. Das wusste er gar nicht. Ich meine, solche Leute sind hier, das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl nicht sein. Von dem möchte ich mich echt nicht vertreten lassen. Bitte. Janik, vielleicht nochmal, also du hast jetzt die aktuelle Regierung auch schon mal angesprochen und wir haben auch einen Innenminister, Herr Friedrich. Der hat dann auch irgendwie gesagt, mit der Begründung, also die technischen Möglichkeiten gibt es halt, unsere Freunde in den USA haben es halt, dann sollen wir gefälligst selber unsere Daten verschlüsseln. Dann habe ich so gedacht, soll jetzt die Volkshochschule, Friedrichshain, aber vielleicht auch Neukölln, Kryptopartys machen, irgendwie so einen Datenschutz A1, wie baue ich meinen digitalen Jägerzaun? Oder wie soll das ablaufen? Also, was sagst du da schon? Maschen draufschauen. Also, ich finde, das geht gar nicht als Aussage von einem Innenminister, das sagt, kümmert ihr euch mal darum, wir machen da nichts. Weil das wäre sozusagen, wenn er sagt, ja, für eure Sicherheit im Haus können wir auch nichts tun, macht doch einen persönlichen Wachdienst davor, dann seid ihr sicher. Und das ist genauso. Und dann, vor allem in Konsequenz, hätten wir dann sozusagen eine kleine Elite, die verschlüsseln kann und dann der Rest, der immer noch überwacht wird. Das ist sozusagen eine total fatale Aussage. Und die verschlüsseln sind ja dann besonders verdächtig. Ja, das ist auch normal. Also, das ist sozusagen, das als Innenminister zu sagen, aber. Ist sowieso, also ich glaube, netzpolitisch hat er wenig Ahnung und seine Reise in die USA war auch nicht gerade der größte Erfolg, wenn er schon sagt, dass er zufrieden ist, dass er, also er reist erstmal dahin und gibt dann peinliche Interviews und sagt, es war doch ein großer Erfolg, weil er überhaupt empfangen wurde und das zeigt uns, dass die Amerikaner das Thema ernst nehmen. Das ist ja auch ein eigentlicher Skandal, dass der deutsche Innenminister für so einen Skandal nach Amerika reisen muss. Da müsste man eigentlich, Kohl hätte die Amis einbestellt. Ich meine, das wäre das Mindeste gewesen. Ich meine, das ist eine Kapitulationserklärung unserer Bundesregierung. Und ich weiß gar nicht, ob das der SPD-Minister anders gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob der SPD-Minister gesagt hätte, ja, komm jetzt mal hierher, also Herr Klapper oder wer immer das dann ist. Mit den amerikanischen Unternehmen, weil das auch immer so als Entschuldigung gilt, so, ach, das sind amerikanische Unternehmen, wir können nichts tun. Und das Beste fand ich dann bei Herrn Bosbach oder auch Herr Wiefels, also die ganzen Innenpolitiker, die dann meinen, oh, wir geben noch ein paar Millionen dazu, dann machen wir noch ein europäisches Google oder europäisches Facebook, dann ist alles sozusagen, sind wir alle glücklich. Also
Also erst sozusagen immer alle Regeln sozusagen oder alle Innovationen im Keim töten und immer gegen das Internet pochen und alles, was sozusagen nach oben kommt, dann wieder runterdrücken. Und dann, wenn sie merken, oh, jetzt sind die ganzen Innovationen in den USA, jetzt brauchen wir was Europäisches, dann sagen wir, brauchen ein paar Millionen und dann funktioniert das schon, ist auch schon so weltfremd, wie es irgendwie nur geht. Vielen Dank. Thilo, ich wollte noch mal kurz auf diese Verschlüsselungsgeschichte zurückkommen, weil ich habe mir ein paar von deinen Videos angeguckt. Sehr schön. Und du warst ja auch wiederum vor kurzem, da war ja viel Aktivität in den letzten Tagen zum Thema. Und du hast unter anderem auch mit Jakob Applebaum gesprochen. Jacob Applebaum. Und das ist ja ein Datenschutzaktivist und wie man so schön sagt, Experte für Datensicherheit und Verschlüsselung. Und der lebt irgendwie in Berlin. Und war, glaube ich, auch bei irgendwie einer von den vielen politischen Talkshows mit dabei. Das war ja einer der wenigen, der auch Kontakt mit Edward Snowden direkt hatte. Und da wollte ich dich mal fragen, du hast mit dem gesprochen. Wir können jetzt das Interview oder das Video nicht ungeschnitten hier zeigen, aber was hat denn der noch, wie du findest, was war für dich so das Interessanteste, was er zu der Diskussion zu sagen hat? Und auch, wie sieht er die Debatte zu Prism und so in Deutschland? Er hat gerade zur deutschen Debatte das sehr einleuchtend gesagt. Roland hat das diese Woche ganz gut nochmal aufgeschrieben, dass einfach Politiker, die jetzt die Arme hochschlagen, die wie ein Herr Friedrich und auch viele aus anderen Parteien sagen, hey, wir können da nichts machen und so weiter, sind wir aufgeschmissen, ja, wir tun ja unser Bestes und so weiter, dass diese Menschen alle aus den Ämtern gehören, dass die alle gar nicht mehr in den Bundestag gehören, weil die Politik ist genau für diese Fälle zuständig. Also wo wir uns nicht einzeln wehren können, wo wir uns als ohne gewählte Vertreter nicht wehren können, dass die Politik da sagt, ja, sorry, da können wir gar nichts machen. Da müssen wir vielleicht mit den Amis verhandeln, wir müssen über unsere Grundrechte verhandeln, über Menschenrechte verhandeln, dass man diese Menschen auslacht und rausschmeißt. Weil das ist die zentrale Aufgabe von Politik, diese Aufgaben zu lösen. Das hat Jacob ganz gut erklärt. Er hat auch immer, er ist ja Aktivist, man meint es gerade Verschlüsselung und so weiter, er macht das ja mit dem Tor. Das wird abgespeichert. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit immer, bis dann der jeweilige Torschlüssel entschlüsselt wird. Und gerade diese verschlüsselten Daten werden besonders lang gespeichert, einfach nur, weil da man sich denkt, hey, die sind verschlüsselt, da ist irgendwas hinter, die werden wir irgendwann, wenn wir die eh knacken, und dann besorgen wir die. Darum ist also diese ganze Diskussion, ja, Mensch, wollen die Bürger mal ihre Daten, am besten nicht so viel Daten, also Datensparsamkeit, die Datenausterität und so ein Quark alles. Und gleichzeitig das auch noch verschlüsseln. Das ist eine Kapitulationserklärung unserer Politik. Ich wollte ganz kurz dazwischen, wir haben ja jetzt schon einige Zeit hier gesprochen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn sich das Publikum, also ihr und sie, ich mache einfach beides, auch aktiv in die Diskussion einbringen. Ich würde vorschlagen, das Verfahren heißt ja wie gesagt Fishbowl-Diskussion, das heißt aufzeigen reicht nicht ganz aus, sondern Sie und ihr könnt euch jetzt dazusetzen, es sind ja an beiden Enden des Podiums noch zwei Plätze frei, die wollen wir uns teilen und genau, einfach dazusetzen und fragen. Ich möchte allerdings eine Regel, Diskussionsregel aufstehen. Und zwar wollen wir die Fragerunde gerne quotiert machen. Und das heißt, dass Frauen und Männer abwechselnd heute fragen. Und das Prinzip ist so ein bisschen so, setzt euch gerne dazu. Ein Stuhl ja, ist für Frauen reserviert, wo die erste Frau ist. Zwei Frauen geht aber, ich glaube, nach den Diskussionsregeln. Genau, also setzt euch auf die Stühle, setzt euch dazu, diskutiert mit uns. Und wie gesagt, immer abwechselnd Frauen und Männer. Und während ihr und sie sich jetzt Fragen überlegen und an wen? Ja, an alle, wer so will. An der Diskussion beteiligen. Ja. Und wenn dann irgendwie jemand jetzt ganz lange hier sitzen will, dann ist auch das gute Recht des Publikums, dem mal auf die Schulter zu tippen oder vielleicht sich daneben zu stehen nach einer Frage und der Beantwortung der Frage, ist dann im besten Fall auch der oder die nächste dran. Genau. Und Gesche, während wir jetzt warten, ihr könnt euch gerne aufs Podium setzen, kommt dazu, ich sehe jetzt schon einen Mann, also bitte auch eine Frau. Genau, bis die ersten Teilnehmer jetzt hier noch check, machen wir sofort, alles klar. Stell dich kurz vor. Genau, ich kann mich kurz vorstellen, Heiko Stamer ist mein Name, ich bin seit längerem Aktivist beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, also genau zu dem Thema hier quasi passend. Genau, ich stelle so ein paar Fragen, vielleicht kommt erstmal noch jemand anderes dazu, oder? Du kannst deine, also ein paar Fragen, müssen wir gucken, wie die Beteiligung ist, aber ich würde vorschlagen, stell eine Frage. Genau, die kann man. Man kann sich, das ist jetzt offen hier. Also kommt bitte aufs Podium und tut es auch wirklich.
Genau, also erstmal noch eine Anmerkung für den schönen Titel dieser Veranstaltung hier, Reclaim Your Data. Da wollte ich nur noch mal dazu sagen, da gab es vor einigen Jahren eine richtige Kampagne dazu, die sich darum gekümmert hat, Auskunftsanträge an europäische Polizeibehörden und deutsche Polizeibehörden zu stellen. Das lief also schon mal was unter diesem Label, sage ich mal, Reclaim Your Data. Genau, und ich wollte noch mal auf die Vorratsdatenspeicherung ein bisschen eingehen. Es wurde ja hier so ein bisschen angeklungen, dass das jetzt man nicht so richtig vergleichen kann mit Prism und Tempora, aber andererseits vielleicht doch wieder. In diese Kerbe wollte ich noch mal so ein bisschen mit reinschlagen. Und zwar, weil gerade auch die Diskussion mit den US-Konzernen und dass die Daten dort liegen, so ähnlich ist es ja bei der Vorratsdatenspeicherung genauso. Also die Daten werden anlasslos bei den Telekommunikationsprovidern gespeichert für 6 Monate, so sah es der alte Gesetzentwurf, der vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, vor. In der EU-Richtlinie ist es sogar so, dass den Ländern in europäischen Staaten da ein sehr freiräumiger Zeitraum ausgelegt ist. Also bis zu 2 Jahre kann das auch in anderen Ländern gespeichert werden. Und wir wissen halt auch, dass diese Daten halt auch nicht nur bei schwersten Verbrechen genutzt werden, sondern zum Beispiel in Polen ist es so, dass da halt auch Journalisten mitverfolgt wurden und andere. Also dieses Missbrauchsrisiko ist jetzt nicht nur dadurch gegeben, dass halt die Daten jetzt irgendwo dezentral vielleicht liegen und deshalb gar nicht Zugriff des Staates liegen, sondern das ist an ganz anderen Punkten noch gelegen. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt bei der ganzen Sache. Dran denken, die Frage ist. Genau, also die Frage war halt, oder beziehungsweise die Anmerkung war halt auch, bei uns ist ja alles so schön wegen Richtervorbehalt und sowas, da muss sich ein Richter das angucken, so war es damals geregelt, das gilt für die Strafverfolgung, aber nicht, genau, da ist es dieses, ja, das ist dieses Geheimgericht, genau, aber da ist es halt, hier ist es halt für die Geheimdienste nicht so gewesen bei der Vorratsdatenspeicherung, also die Geheimdienste konnten halt im Rahmen ihrer Aufgaben zugreifen. XG-Score ja auch, Pull-Down-Menü. Genau, also ich wollte diesen Aspekt halt nochmal mit in die Diskussion werfen und halt durchaus sagen, es besteht dieser Vergleich halt auch und wir müssen jetzt was tun. Wir müssen die Sache halt jetzt mit auf die Agenda setzen und Janik hat das ja auch gesagt, es gibt auch in der SPD Leute, die Vorratsdatenspeicherung ablehnen und da muss jetzt Bewegung auch sein. Also ich erinnere nochmal dran, da wir brauchen noch Frauen. Die Bewegung und dafür zu sein, dass ein Paar aus der SPD das ablehnen, sondern dass die SPD sich da ausspricht und die SPD darauf aufmerksam macht, dass das Verfassungsgericht, wie du gerade gesagt hast, das als verfassungswidrig bezeichnet hat. Also jeder Politiker, der hier gegen die für VDS sich ausspricht, ist ein Verfassungsfeind anscheinend. Das muss uns auch klar sein. Aber du bist vom AK-Vorrat, oder? Aber als Erstwort. Darf ich mal was sagen, weil also sozusagen, es gibt auch viele in der SPD, die gegen die Vorratsdatenspeicherung kämpfen, das schon lange eigentlich. Es gab auch das Mitgliederbegehren und auch beim Parteitag gab es so 40-60 Entscheidungen, also war auch schon sozusagen sehr knapp. Und was mich ehrlich gesagt nervt, ist dann immer anstatt diese, also immer sozusagen die ganze Zivilgesellschaft, die auch für dasselbe Ziel sozusagen kämpft, anstatt einen dabei zu unterstützen, kriegt man immer nur Haue oder Verachtung sozusagen. Und ich verstehe das nicht, nur weil man in der, sozusagen nur dann in der SPD ist, die eine andere Meinung hat, anstatt die Leute sozusagen zu nehmen, die da sind und die gleiche Position haben und die zu unterstützen, sozusagen kriegt man da immer nur Gegenwind. Ich finde das ein bisschen schade. Vielleicht gleich direkt was drauf erwidern. Also es ist so, dass wir natürlich als Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung eigentlich so ein überparteiliches Bündnis sind, wo aber auch natürlich Leute aus Parteien mitarbeiten. Und da lässt sich natürlich auch nicht vermeiden, dass da auch eine gewisse Parteipolemik halt hin und wieder aufkommt. Also aber nichtsdestotrotz, also unser Ziel ist eigentlich beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, dass wir die Vorratsdatenspeicherung weg haben wollen, endgültig vom Tisch, also EU-Richtlinie jetzt vor allen Dingen weg und auch in Deutschland nicht wieder eingeführt haben wollen. Und da sind natürlich alle Leute willkommen, auch bei der SPD. Also wir finden das auch gut, dass ihr euch dagegen einsetzt innerhalb der SPD. Wie gesagt, von mir persönlich gibt es da auch keine Polemik dazu, aber ich will halt nicht ausschließen, dass halt aus anderen Gründen, aus parteipolitischen Gründen, da der eine oder die andere halt da vielleicht auch mal in die Kerbe haut. Haben wir noch eine Frau, die sich hier hinsetzt? Ja, also du müsstest jetzt den Stuhl wieder frei machen. Weil wenn sich jetzt nicht direkt eine Frau hinsetzt, dann mache ich mal kurz die Frauenrolle, dann kann sich wieder ein Mann hinsetzen, danach kommt aber eine Frau. Ist das okay? Danach versprecht ihr mir, dass da eine Frau sitzt. Dann stelle ich jetzt mal eine Frage ans Publikum. Und zwar, warum riecht das so wenige persönlich auf? Warum ist das so abstrakt mit dem Weil sie es nicht verstehen. Die Leute ist doch nicht Publikum. Ja, aber das ist...
verstehen. Also entweder wollen sie es nicht verstehen, entweder machen die Medien einen schlechten Job, entweder sind sie schlecht gebildet, aber sie verstehen es nicht. Ich muss schon sagen, von Aktivisten, die dadurch ihr eigenes Fortkommen in irgendeiner Weise beeinflussen wollen, das Feuer einfach nur angeschürt wird. Es ist nämlich keineswegs so, dass es irgendwie erst ein völlig rechtsfreier Raum oder so ein Nürnberger Raum stattfindet, sondern es gibt Regelungen. Hört man mich? Ja. Es gibt Regelungen zu dem Thema und na klar, es interessiert uns sehr wohl, ob jetzt irgendwelche ausländischen Daten auf unsere, ausländischen Geheimdienste auf unsere Daten zugreifen. Aber das Argument, dass wir die Daten ins Ausland tragen, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich freue mich eigentlich, und das ist der Grund, weswegen ich jetzt was dazu sagen wollte und zu der Außenwissenheit was sagen wollte. Ich freue mich darüber, dass mit Geschek jemand gesprochen hat, der noch ein Internet vor 1998, vor Google offensichtlich kennt. Denn die Digital Natives haben ein großes Problem. Sie kennen die Welt vor Google nicht. Sie wissen nicht, was es bedeutet, etwas selber zu machen. Ja, das, Entschuldigung, aber so sieht es nun mal aus. Ich möchte diese These doch noch dann unterstützend ausführen, wenn ich hier so angegriffen werde. Es gibt Leute, die ihre Kommunikation komplett über Facebook und Twitter abwickeln und sich dann darüber aufregen, dass ihre Daten bei Facebook und Twitter sind. Wobei es zum Beispiel per E-Mail ein offenes Medium für alle gäbe. Ein basisdemokratisches Medium. Eins, wo jeder mitmachen kann, abgesehen von Spamfiltern. Das ist meine Meinung dazu und ich glaube, das ist der Grund, weswegen es viele Leute nicht interessiert, weil sie von beiden Seiten Heuchelei waren. So, ich ganz kurz, ich möchte einmal als erstes das Mikrofon zurück. Sehr gut. Dankeschön für den Beitrag. Die Form ist ja, wir versuchen uns aufs Podium zu setzen und ich freue mich jetzt, dass wir eine junge Frau hier bei uns haben. Vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen und dann deinen Beitrag oder deine Frage stellen. Hallo, ich bin Franziska. Ich denke, ich muss hier mal die Fahne der Frauen hochhalten, damit ich mir nicht hinterher wieder anhören muss, dass Frauen das Thema ja nicht interessiert. Die Diskussion hatten wir unten ja schon. So eine konkrete Frage ist mir jetzt nicht eingefallen, aber es ist auf jeden Fall mich ein interessiertes Thema. Also ich denke auch, dass es tatsächlich so ist, wie Thilo ja auch meinte, dass es die meisten nicht verstehen. Ich denke aber, dass es eben auch Aufgabe der Politik, das den Leuten verständlich zu machen. Und das ist so ein bisschen was mir irgendwie fehlt. Und da würde ich mir eben auch von der SPD noch mehr wünschen, das den Leuten einfacher zu erklären. Also ich glaube, heute im Spiegel hat auch irgendwie einer davon berichtet, der ist jetzt super konservativ bei der CDU, der ist wohl dann auch in dieser Rasterfahne mehr oder minder gelandet. Also es ist nicht nur, dass das irgendwie die Linksextremisten trifft oder irgendwie die Leute, die tatsächlich irgendwas zu verbergen haben, sondern es betrifft irgendwie jeden. Und ja Gott, ich habe auch schon mal das Wort Bombe verwendet. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass jeder alles über mich weiß. Natürlich, ich bin bei Twitter, ich bin bei Facebook, ich schreibe auch eine ganze Menge Scheiß. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass sich diese einzelnen Dinge nicht überschneiden. Inzwischen kennen mich halt viele Leute und wissen, okay, das ist die und die. Aber ich möchte nicht, dass einer irgendwo zusammenlaufend und alle meine Daten hat. Da habe ich Angst vor. Ich meine, wir müssen uns mal klar sein, dass niemand jemals wissen wird, wer du bist. Also niemand kann dir in den Kopf gucken, aber was Applebaum auch super erklärt hat, das Problem ist der Datendoppelgänger, also der Data Doppelgänger. Die Leute, also Maschinen und halt die Dienste können halt ein Bild von dir erstellen und was sie glauben, wie du handelst. Also ich meine, darum geht es ja, die sammeln ja Daten von dir, um irgendwann oder auch aktuell herauszufinden, was du machen könntest, was als nächstes passiert, wofür du dich interessierst, mit welchen Leuten du handelst. Das ist das Problem, dass da Voraussagen getroffen werden sollten und das sind autoritäre Züge. Ich finde auch den Punkt, den du eben gebracht hast, immer total wichtig zu sagen, was für eine Aufklärungsarbeit erwartet man eigentlich von politischer Seite, und das finde ich sehr wichtig. Zum einen, dass man halt sagen muss, um als Bürger im Netz unterwegs zu sein, braucht man ganz viel mehr Informationen, als man sie jetzt zur Verfügung hat. Also theoretisch stehen die irgendwo im Kleingedruckten, aber das liest keine Sau mehr. Und deswegen, dass man überhaupt mündige Entscheidungen treffen kann, wie mit den Daten verfahren werden kann und verfahren werden soll, das ist ein ganz wichtiges politisches Thema. Und da diskutieren wir solche Sachen wie
Privacy by Design und Privacy by Default oder Security by Design, Security by Default, dass man sagt, die Grundeinstellung ist erstmal Datenschutz und alles, was darüber hinausgeht, kann ich dann frei wählen. Also so mal gucken, ob das in realistischer Weise gut durchführbar ist, aber so die Vorstellung, ich lege ein Facebook-Profil an und das ist erstmal, sind meine Daten da ganz gut gesichert und ich kann dann wirklich per Option wählen, was mit den Daten dann passiert. Das wäre vielleicht so ein erster Schritt, dass man sagt, Leute, die vielleicht auch nicht so viel im Netz unterwegs sind, die einfach auch nicht sich die ganze Zeit durchs Kleingedruckte durchscannen wollen, haben dann erstmal die Sicherheit, dass das läuft zu meinen Gunsten und ich habe dann Überblick drüber. Das ist aber eine Diskussion, die jetzt erst anfängt und ich finde es einen ganz wichtigen Schritt zu sagen, um als Bürger im Netz unterwegs zu sein, braucht man auch die Kenntnis darüber und das muss gut und transparent und einfach vermittelt werden. Wenn ich jetzt noch was sagen, ich will das nicht hier so stehen lassen, oder unwidersprochen stehen lassen, dass die Leute irgendwie das nicht verstehen, weil irgendwie bin ich dann doch noch so jung und naiv, dass ich nicht denke, dass alle dumm sind und das nicht verstehen. Ich glaube einfach. Ich habe nicht gesagt dumm, aber vielleicht einfach. Naja, das ist ja sozusagen die Impliz. Also. Verstehen Sie, das ist ein Fakt. Also, ja, aber ob sie dumm sind, ob sie schlecht gebildet sind, dann können wir über das Bildungssystem reden, ob die Medien daran schuld sind. Fakt ist, sie verstehen es nicht, weil wenn sie verstehen würden, würden sie auf der Straße sein. Nein, ich glaube, warum nicht? Ich glaube, die meisten verstehen schon, um was es geht, nur das Problem ist, warum, also sozusagen, es fehlt der politische Gegner direkt. Also ich kann zwar hier in Berlin... Anscheinend ja, sind das alle. Aber sozusagen, wie bei ACTA war sozusagen das netzpolitische Thema, wo dann auf einmal hunderttausend Menschen auf der Straße waren, was in den Medien überhaupt kein Thema war am Anfang. Aber da hatte man sozusagen einen klaren Gegner, man hatte eine politische Entscheidung, gegen die man auf die Straße gehen konnte. Und hier ist es so, ja, wir gehen irgendwie gegen die NSA auf die Straße, interessiert die überhaupt nicht, interessiert die Amerikaner nicht. Also warum soll ich wirklich auf die Straße gehen? Darum müssen wir gegen die BND auf die Straße gehen. Also wir müssen bei uns zu Hause anfangen. Ja, aber der Protest ist sehr abstrakt, gegen den ich sozusagen protestieren kann. Ja, natürlich, weil wir hilflos sind. Wir wissen ja gar nicht, wir können unsere Regierung, unsere Parlamentarier, die können ja gar nichts machen. Also die können faktisch nichts machen, weil die Daten, die wir uns gerne zurückholen wollen, die werden wir nie zurückbekommen. Die hat die NSA schon. Die werden wir nie zurückbekommen. Ja. So, ich würde jetzt, wir haben nämlich noch einen Mitdiskutanten, also ich glaube, über das Thema können wir sehr lange und leidenschaftlich streiten, aber vielleicht kannst du dich auch einmal vorstellen. Ja, also einige kennen mich, ich bin der MLS-Charakter, ich bin Rechtsanwalt und Abgeordneter für die SPD hier, ihr seid alle in meinem Wahlkreis. Ich freue mich erstmal, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich denke, eine der Sachen, die mich immer wieder fasziniert, ich bin älter als die meisten, die hier sitzen, also deutlich älter als der Durchschnitt. Und Internet und all das beschäftigt mich, aber ich merke eigentlich, was ich alles nicht weiß. Und das ist, glaube ich, auch das, was hier gesagt wurde mit der Bevölkerung, wir müssen da was machen, da gibt es eine ganze Menge wie mich. Du hast zweimal etwas gesagt, das mir die ganze Zeit jetzt durch den Kopf geht. Die haben diese ganzen Daten, das ist ein ausländischer Server, da können wir nichts mehr machen und du hast dich darüber aufgeregt, dass das eine Bankrotterklärung ist. Ich habe aber nicht gehört, was wir jetzt machen. Ich habe festgestellt, also erstmal, wenn es ein Geheimdienst ist, dann sind hier so Sachen gesagt worden, wie ja, UNO und Recht und dies und das. Ein Geheimdienst verfügt über die Macht des Faktischen. Und den kannst du nicht einfach irgendwie kontrollieren, weil sonst macht er gar keinen Sinn. Das ist die erste Lösung. Die zweite ist, das, was er eben gerade gesagt hat. Die Daten sind doch da, die willst du dir wiederholen. Und selbst dann fing es an hier was mit Verschlüsselung. Also ich meine, ich habe so ein Gefühl, man kann da verschlüsseln, was man will. Es ist so, wir bauen den Zaun ein bisschen höher. Aber es gibt immer einen, der eine Leiter baut, die höher ist. Und dann ist ja noch was. Selbst wenn er sagt, man kann die löschen oder so. Ich habe irgendwie festgestellt, wenn ich einen Freund anrufe, etwas falsch gemacht habe und versehentlich etwas gelöscht habe, der holt mir das wieder. Also das geht wohl auch irgendwie. Das ist irgendwie, wir haben hier etwas mit einer Materie zu tun, die können wir nicht so einfach anpacken. Da haben wir noch ein ganz anderes Problem. Nicht nur, dass die Bevölkerung bestimmte Sachen gar nicht versteht, sondern die Entwicklung ist technisch so schnell, dass in einer Demokratie der Gesetzgeber gar nicht so schnell reagieren kann, um diese Sachen überhaupt umzusetzen. Geschweige denn, dass am Schluss dann... Ihr seid in der gleichen Partei, ne? Es gibt Kollegen von mir, sie beschäftigen sich mit Internet und Recht und so. Die kommen da an den Richter
Sie wissen überhaupt nicht, wovon Sie überhaupt reden. Ja, und das wissen nämlich die Politiker auch nicht. So, nee, jetzt sage ich mal so. Also erstens, technologisch, das Wissen der Politiker fehlt komplett. Das Wissen der Politiker fehlt komplett. Deswegen entsteht dieser Eindruck, oh, wir können ja gar nichts machen. Das stimmt nicht. Weil nämlich, zweitens, was ich schon gesagt habe, auf europäischer Ebene, wenn wir sagen, diese Daten werden von Facebook und Google und so weiter abgegriffen auf amerikanischen Servern, wenn wir dann sagen, auf europäischer Ebene führen wir dieses Marktortprinzip ein und sagen, wenn ich hier in Deutschland Facebook nutze und Google, dann gehorchen die bitteschön auch europäischem Recht. Das ist eine komplett andere Nummer. Das kannst du natürlich sagen, ja. Dass das natürlich auch durchsetzen kann. Ja, aber. Das Ganze keinen Sinn. Ja, natürlich. Und das ist die Datenpolitik, die auf europäischer Ebene gerade in der Schublade liegt. Ich will mich nicht aufregen. Also, aber das ist doch, ich finde das so schade, weißt du, du machst jetzt so ein Szenario auf, als oh, wir können doch alles nicht machen. Das stimmt nämlich nein, nicht. Ich will ja von das sagt doch die jetzige Regierung. Das sag ich doch gerade. Das gerade gesagt hast, dass ich paar Dinge gemacht und die haben sich daran zu halten. Das ist in der, das mag ja ein Ansatz sein, aber wer garantiert denn, dass sie das auch tun? Das ist wie recht, willst du das denn kontrollieren? Wie willst du das denn kontrollieren? Das, wie willst du die Verstöße feststellen? Das ist meine Frage. Erklär mir, wie das geht. Also, wenn wir mal sagen, es gibt auf nehmen wir mal an, die Datenschutzrichtlinie, die jetzt in der Schublade liegt, auf europäischer Ebene, wird so durchgesetzt, wie sie in ihrer besten Form angedacht wurde, ohne lobbyistische Einschreibung. Da steht zum Beispiel drin das Marktortprinzip. Ja? Sehen wir mal, das wäre so. Dann haben wir eine europäische Rechtsprechung. Und du als Rechtsanwalt müsstest mir noch sagen können, eine Rechtsprechung, daran kann man sich halten. Oder? Ich soll kleine Einwände. Ja, natürlich kann man sich daran halten, das ist auch ganz klar. Die Frage ist. Also du musst das doch kontrollieren, du musst doch feststellen können, wer verstößt gegen welches Gesetz, wie. Hast du, gibt es diese technischen Möglichkeiten? Kannst du international, weltweit, im gesamten Web das kontrollieren, dass sich jeder an diese Vorschriften hält? Und wie willst du das organisieren? Und dann ist doch die Frage, das mag ja auf Behörden, Polizeibehörden und so weiter funktionieren. Wie soll das denn bei Geheimdiensten funktionieren? Das ist doch die Frage. Die kann, Wie kontrollieren wir denn unseren Geheimdienst? Den Datenschutz. Unabhängig davon, ob der im Internet unterwegs ist, sondern wenn der allein verdeckt unterwegs ist. Also, ich würde jetzt mal ganz kurz vorschlagen. Die Datenschutzrichtlinie, die regelt nicht das Verhältnis zwischen dem Bürger und dem Staat. Das ist ein Missverständnis. Die Datenschutzrichtlinie regelt hier von dem Verhältnis zwischen dem Bürger und jetzt erstmal wieder eine Frau dran. Ganz kurz. Das uns gar nicht. Also es wird jetzt alles ein bisschen chaotisch. Ganz kurz. Entschuldigung. Vielen Dank, Erol, für deinen Beitrag. Also die nächste Frage wäre wieder eine Frau. Gibt es denn jemand von euch, die sich jetzt vielleicht schwer Platz muss jetzt leider noch ein bisschen schweigen? Ich würde auch vorschlagen, ich möchte jetzt die, also du hast dich jetzt dazugesetzt, das ist der Männerplatz, das ist in Ordnung. Gibt es noch eine andere Frau, die zu dem Thema was fragen möchte? Weil wir wollen dann ganz gerne, also ich glaube, wir können uns da ewig drüber streiten und diskutieren. Ich meine, ganz kurz, 10 Minuten können wir noch drüber reden, finde ich. Ja, wir können, da waren noch ein paar Sachen jetzt offen. Es sind viele Sachen offen, ganz kurz nur zum Verfahren. Gesche hat auch zugesagt, sie ist gleich noch unten. Ich weiß nicht, ob an der Bar oder am Tisch. Ja, im Chat. Aber genau, im Chat nicht. Ja, im analogen Chat. Genau, also dann können wir das gleich, vielleicht die Zwiegespräche auch nochmal weiterführen. Und Franziska, du möchtest noch was sagen, bitte. Ich verstehe ja durchaus, was Eva meint, aber die Frage ist, lässt man es deswegen gleich ganz? Also ja, wieso soll man auf rechtliche Vorschriften verzichten, nur weil man nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob sich alle drei erhalten? Das ist mir gerade, du als Anwalt musst das wissen, dass es immer wieder die Situation gibt, dass wir zwar rechtliche Vorschriften zu bestimmten Situationen haben, aber nicht wissen, ist das jetzt so passiert oder nicht. Selbst dann wird doch das Beste versucht, indem man A, die rechtlichen Grundlagen dafür schafft, sowas überhaupt zu verfolgen, das dann auch anzuklagen und zu bestrafen. Und diese Unternehmen agieren ja auf deutschem Boden. Und, deutscher Boden darf man jetzt sagen. da gibt es ja dann durchaus auch irgendwie Möglichkeit, das zu verfolgen und dann eben auch zu bestrafen, weil die sind ja nun mal hier. Und ich hatte ja vorhin gerade angesprochen, dass wir uns vielleicht irgendwie so in so einem Denkmodell aller Gaubehörde uns ausdenken müssen, weil da kommen wir dann drauf zurück, da können wir jetzt im Nachhinein zwar erst kontrollieren, wer da was beobachtet wurde, wer wie wann kontrolliert wurde, was gespeichert wurde, dass wir uns den Weg vielleicht mal ausdenken, dass es da eine öffentliche Behörde gibt. Aber Erol, Verzeihung, nee, aber du sitzt... Tut mir leid, du sitzt nicht auf dem Podium, ihr könnt es alles gleich, ganz kurz bitte, wir können alle gleich nochmal unten an der Bar über dieses Thema sprechen. Ich sage jetzt auch, Yannick, Entschuldigung, ich würde jetzt einfach mal, Gesche, zu dem, du hast noch eine Frage dazu, ne? Hast du wirklich eine Frage? Das ja, würde ich jetzt gerne mit Podium erklären. Nein, ich würde gerne eine Sache, ich glaube, eine Diskussions, übrigens, mein Name ist Matthias Richel, hi.
Eine Sache läuft völlig verquer. Hier geht es darum, warum sind wir hier zwar viele Leute, aber warum sind nur 200 Leute beim BND? Verstehen die es nicht? Verstehen sie nicht eine wahnsinnige kognitive Dissonanz? Die Eingangsfrage an Tilo war, hast du dein Verhalten verändert mit deinem ganzen sozialen Profil und so weiter? Nein, natürlich nicht. Habe ich mein Verhalten verändert? Nein, natürlich nicht. Fucking no. Es ist mein Leben. Internet ist mein Leben. Ich lebe da, ist mein sozialer Raum. Und ich werde mich nicht da verändern. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Und mir ist völlig egal, ob meine Datenbewegungsserver in Amerika sitzen, in Polen oder in der Ex-DDR. Ich bin total Latte. Ich lebe in meinem Internet. Das ist mein sozialer Raum. Und ich erwarte von der Politik, dass sie da Regelungen schafft. Und ich erwarte nicht, dass ich mich einschränken muss, weil irgendjemand sich für unfähig erklärt. Entschuldigung, wo leben wir denn? Ich wähle Politiker, ich wähle Vertreter, die in meinem Sinne meine Interessen vertreten. Und Leute, wir sind die EU. Für jeden Scheiß interveniert die Bundesrepublik Deutschland, ob es nun Gurken sind, Bananen, irgendein Scheiß bei jeder EU-Richtlinie. Aber bei der VDS zum Beispiel war es die ganzen Jahre nicht möglich zu intervenieren. Und auf einmal ist es möglich. Leute, lasst uns mal größer denken. Wir sind die ganze Zeit, wir sind in der Verantwortung. Nein, fuck, wir sind nicht in der Verantwortung. Wir sind die Menschen, ja. Wir sind die im Netz. Nein, Leute, ja, verschlüsseln, geil. Solange verschlüsseln irgendwie noch 16 Punkte braucht, bis hinbekomme. Das Mikrofon. Solange ich 16 Punkte brauche, dass ich irgendwie eine beschissene E-Mail verschlüsselt habe, solange ist es nicht meine Verantwortung. Solange Verschlüsselung kein Markt ist, was übrigens eine echte Idee wäre, Verschlüsselung mal zum Markt zu machen, meine geile Verschlüsselungs-App zum Beispiel, aber nur so als Tipp, so für ein Startup oder so. Solange das nicht die Realität ist, interessiert es natürlich auch niemanden, weil sich niemand einschränken will. Ich möchte mich nicht im Straßenverkehr einschränken außerhalb der StVO und die StVO ist für mich hier europäisches Datenschutzrecht. Hey, fucking, lass uns daran arbeiten. So, ich möchte mich als Bürger nicht mehr einschränken und ich möchte es nicht verstehen. Ich möchte nicht verstehen, was die NSA verspeichert und ich möchte nicht verstehen, was der BND speichert. Ich möchte leben und ich möchte, dass Leute das, was ich mache, in den Regularien, die geschaffen werden, für mich klar ziehen und das überwachen, ob es funktioniert oder nicht. Punkt. So. Also ich sag mal ganz kurz was. Es gibt ja immer so, auch bei den allseits beliebten Talkshows, jeder darf nochmal. Und ich würde jetzt diese Fragerunde zu dem Thema einfach mal schließen. Wie gesagt, wir haben gleich noch die Möglichkeit unten. Doch, wir schließen jetzt, Verzeihung. Es sei denn, es meldet sich noch eine andere Frau, die noch was sagen will. Nein, aber es gibt... Es wollen viele, ich glaube... Wenn du nach Hause gehen willst, kannst du gerne gehen. Nein, es geht nicht um das vorher nach Hause gehen, das ist überhaupt nicht die Frage. Lass uns ein paar Fragen. Pass auf. Wir haben noch ein zweites Thema und ich weiß, das ist ein sehr, ja, offensichtlich ein leidenschaftliches Gesprächsbedarf, aber ich würde jetzt die Leute auf dem Podium... Ist das Thema so wichtig wie jetzt? Ja, das ist diktatorisch, ehrlich gesagt. Naja, wir haben Zeit. Ah ja, wunderbar. So. Okay, also wenn das gesamte Podium das hier sagt, dann darf der Platz jetzt auch gerne noch, ich glaube, na gut, pass auf, aber jetzt erstmal die Dame, vielleicht kannst du dich auch nochmal kurz vorstellen und deinen Beitrag oder deine Frage, ich glaube es gibt jetzt einfach beide Möglichkeiten. Ja, hallo, ich heiße Lilly und ich habe mich nur gemeldet, dass wir beim Thema bleiben. Es ist schon spannend und ich würde eigentlich gerne nochmal zurückkommen auf das Pendel zwischen Freiheit und Sicherheit und die Frage, warum sich viele Leute eigentlich nicht für NSA und alles drumherum interessieren. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute das diffuse Gefühl haben, dass das irgendwie notwendig ist oder dass das hingenommen werden muss aus irgendeinem Sicherheitsinteresse. Das ist erfolgreiche und was mir, ja, aber das ist wohl so. Und was mir fehlt in der ganzen Debatte ist meine Aussage, auch gerne von der SPD, was ist eigentlich die Alternative? Wir können euch auch anders schützen. Das fehlt mir. Darauf aufbauen muss uns klar sein, denn was wir uns in der Demokratie vorstellen, ist ja, dass wir fast alles vom Staat wissen. Dass der Staat transparent arbeitet, dass staatliche, öffentliche Ämter transparent sind, dass es quasi public by default ist und dass das private Leben private by default ist. Wir leben in einer Zeit, im Jahr 2013 ist es ja praktisch so, dass mein Privatleben öffentlich ist. Nicht privat ist, weil Leute darauf zugreifen können, wie ich kommuniziere und so weiter. Und andersrum, der Staat immer geheimer agiert. Und das muss uns klar sein.
Was ich auch nicht weiß, also was ich nie verstanden habe, warum eigentlich immer so diese, wir überwachen, dann seid ihr auch sicher, diese Gleichung irgendwie immer so sozusagen angenommen wird, ohne dass da irgendjemand mal einen Beweis dafür liefert, dass es so ist. Weil sozusagen, ich meine, wie soll man diese Massen an Daten überhaupt noch irgendwie scannen können, außer mit Algorithmen, die dann auch meistens Fehler machen. Also sozusagen dieser Beweis, dass überhaupt dieser Überwachungsstaat zu wirklicher Sicherheit führt, hat bislang noch niemand wirklich gebraucht. Ich meine, gerade bei der Vorratsdatenspeicherung, die wir hatten, kann man da schauen in den Ländern, wo sie schon eingeführt wurde. Zum Beispiel in Österreich gab es sozusagen die Vorratsdatenspeicherung, kostet jährlich etwa 8 Millionen Euro, wurde 321 Mal angefragt, hat in 71 Fällen zur Aufklärung einer Straftat beigetragen, wovon der zwei Drittel kleinere Straftaten war, wie illegale Tabakherstellung und irgendwie sonstige Sachen. Nur in ganz, ganz wenigen Fällen hat das wirklich zu einer schweren Straftat, also zur Aufklärung einer schweren Straftat beigetragen. Wenn das Argument Sicherheit ist, heutzutage Propaganda. Ich meine, wenn gesagt wird, ja, wir schützen die Menschen, wir sorgen für Sicherheit. Noam Chomsky hat mal so schön gesagt, wovon wir eigentlich reden, ist die Sicherheit der Machtelite. Und die Bevölkerung ist ihnen doch scheißegal. Ich glaube auch, was dahinter steht, auch auf deine Frage nochmal hin, ist so ein, es wird so suggeriert, dass es so ein Bild ist, im Netz sind, das sind so dunkle Gestalten, so Hacker, die machen so ganz böse Sachen und wir können nur durch das helle Licht der Überwachung da überhaupt wissen, was da passiert. Und ich glaube, das fußt einerseits auf einem kompletten technologischen Unwissen und einfach auch einem Unwissen vieler heute aktiver Politiker, was dort eigentlich passiert im Netz. Also teilweise, wenn man etablierte ältere Herren aus der Politik darüber reden hört, ist es, als würden sie über den Mond reden. Das ist wirklich eine ganz krasse Sache. Und dann führt das zu solchen Forderungen wie der Wendt von der Polizeigewerkschaft, der sagte, wir brauchen auch Prism für Deutschland. Und das ist echt, das traut er nicht zu sagen. Das ist echt hart. Bei Margret Illner, ich saß daneben, das war echt. So, ich glaube, es gibt eine neue Frage. Habe ich das richtig interpretiert, dass jetzt die Schlange die Herrenschlange? Das ist ja mal andersrum als bei den Toiletten auf dem Konzert, ne? Aber okay, also ich glaube, alle kommen nicht mehr ran, weil ich merke gerade, ich möchte hier nichts irgendwie künstlich verkürzen oder sowas, aber ich merke schon, man ist auch müde und manche Sachen habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gehört. Deswegen, ich würde jetzt einfach sagen, zwei Leute können ihre Frage stellen und wenn das für die Frauen im Raum in Ordnung ist, würde ich für die letzten beiden Fragen die Quotierung aufheben, aber da bräuchte ich einmal das Handzeichen bitte. Von den Frauen. Nicht von den Männern, ist das für die Frauen in Ordnung? Okay, vielen Dank. Also nach dir bitte dann noch zwei Fragen. Und ja, wenn dann noch Kraft ist, können wir dann entscheiden, ob wir noch über was Positives reden. Oder wir machen es an der Bar weiter. Also bitte nach dir noch zwei Fragen. Die anderen tut mir leid, auch in die Richtung. Eugen, die Schlange ist schon zu lang, sorry. Ja. Ihr könnt euch ja beratschlagen per Flüsterfunk, ob das vielleicht eine Frage oder ein Statement ist. Aber erstmal jetzt bitte schön du bitte vorstellen. Und ja, ich bin Timo und Dankeschön. Ihr habt gefordert, dass es noch weitergeht, dann würde ich auch um Ruhe bitten. Danke. Wir haben ja jetzt schon öfter dann das Thema Sicherheit, das da in diesem Zusammenhang einfach auch eine Rolle spielt, gehört. Und ja, ich denke, es ist auch ein netzpolitisches Thema, aber da denke ich doch auch, dass es wohl wahrscheinlich in erster Linie dann auch ein sicherheitspolitisches Thema ist. Und da stellen wir jetzt in dieser Situation fest, dass wir auf einmal, nicht auf einmal, aber wir scheinen in einer Abhängigkeit zu sein. Ja? Einer sehr starken Abhängigkeit wohl auch von den Amerikanern. Und das ist ja jetzt nicht über Nacht geschehen mit Facebook, sondern wir müssen uns dann schon die Frage stellen, wie sind wir denn in diese Abhängigkeit gekommen? Ja. Natürlich aus der... Und welche Konsequenzen ziehen wir aus dieser Abhängigkeit? Und das ist vorhin schon mal... Also es sind mehrere Sachen gefallen, dass wir sagen, wir schaffen die Geheimdienste ab, halte ich persönlich für Quatsch, aber wir können uns auch nicht mehr leisten, aus meiner Sicht, diese Debatte über Sicherheit eben aus der Politik so lange herauszuhalten. Und man hat das gemacht, denke ich, weil die Amerikaner ja, das für einen übernommen haben. Und jetzt zahlt man die Rechnung, weil man auf einmal feststellt, man ist in allen sicherheitspolitischen Fragen, das geht bis ins Militär hinein, ist man da irgendwie raus aus der Kiste. Und ja, ich denke, das sollte dann doch auch mehr in die Diskussion einfließen. Und wie seht ihr das? Du sprichst
es korrekt an. Ich meine, wir können froh sein, dass wir Freunde sind, also sogenannte Freunde. Gute Partner, ja, natürlich nur dritter Klasse. Wir müssen uns mal vorstellen, oder nicht vorstellen, sondern einfach mal gucken, was denn mit den Feinden der Amerikaner passiert. Die werden genauso überwacht wie wir in Deutschland und da rede ich von Pakistan, Jemen, Afghanistan und so weiter. Dass mit diesen Daten, die über uns auch gesammelt werden, die gleichen Daten werden über Pakistani und Jemeni und so weiter gesammelt, nur da fliegen auch Drohnen in der Luft rum. Und da werden Leute auch basierend auf den gesammelten Metadaten und so weiter und so fort getötet. Das muss uns klar sein, dass diese Methoden, die die Amis hier bei uns verwenden, auch in Jemen und in Pakistan verwendet werden, aber da noch viel krasser, weil da Menschen per Drohnen getötet werden. So, vielen Dank. Vielleicht würdest du jetzt den Stuhl... der hat keinen Namen, der ist aber Stuhl. Stuhl. Hallo, nein, du heißt nicht Stuhl. Würdest du dich vielleicht auch gerne kurz vorstellen und dann deine Frage oder deinen Beitrag? Ja, ich bin der Stefan, ich habe früher Kommunikationswissenschaft studiert. Ich habe zwei Statements, das mittlere dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich verspreche, es wird in einer sehr spannenden Frage... Also, pass auf, ganz kurz. Also, dauert länger war die falsche Einleitung. Sonst hätte ich dich vielleicht erst nach einer bestimmten Zeit unterbrochen. Also, pass kurz. Die erste Sache, Ehrenrettung von Berlin. Ich war letzten Samstag auf der Stop Watching Us Demo, da waren 2500 Leute, nicht 200. Ja, am Samstag. Ja, ich habe jetzt von Samstag gesprochen in dem Falle. Das ist die Demo, die haben sonst im Netz, abgesehen von Johnny Häusler, gar nicht stattgefunden hat. Niemand hat darauf hingewiesen, weil alle waren scheinbar irgendwie im Urlaub oder auf dem Biergarten. Da waren auch ja 2500 Leute, nicht 200. Statement 1. Statement 2 ist, ich habe mich ein bisschen mit Oberflächen von Smartphone-Betriebssystemen beschäftigt und habe eine kurze Frage, zwei, drei kurze Fragen ans Publikum. Es tut auch gar nicht weh. Wer von euch hat, Publikum, Verzeihung. Ja, aber ganz kurz, es geht ganz schnell. Okay. Wer von euch hat ein Smartphone? Kurz Handzeichen. Okay, ich würde ganz gerne wissen, welches Betriebssystem. iOS, ganz kurz. Android. Windows Phone. Blackberry. Symbian. Nix. Okay, und so weiter und so fort. Merkt ihr was? Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe mich mit diesem Betriebssystem beschäftigt und ich habe eben, als der Kollege, mein Vorredner hier gesagt hat, wir haben selber gar keine Chance, darauf Einfluss zu nehmen, habe ich darauf gesagt, doch, haben wir. Ja, ich glaube, und auch rekurrieren auf Gesche Josts Frage, warum das so abstrakt ist. Es ist eine doppelte Abstraktion. Einerseits der Schaden ist abstrakt, wenn mir jemand meine Daten nimmt, das kriege ich vielleicht 10 Jahre später, wenn ich in die USA einreisen will, wieder aufs Papier geschmiert. Die Verbindung, die ziehe ich nicht. Ja? Die zweite Abstraktion ist aber die Verknüpfung der Daten über World Garden Systeme. Und über die entscheiden wir verdammt nochmal selber. Kannst du das mal ganz kurz erklären, was sind World Garden? World Garden. World, ja, okay. Das weißt du nicht? Okay. Nee, weiß nicht. World Garden Systeme sind, wenn diese Systeme, zum Beispiel Android oder iOS, zum Beispiel sämtliche Services aus einer Hand beziehen und das hat eigentlich, behaupte ich, niemand verstanden in dem Falle, die Daten dann untereinander verknüpft. Das heißt, es wird nicht nur meine Suchergebnisse bei Google, wenn du jetzt ein Android-System hast, verknüpft mit meinen Positionsdaten, mit meinem Freundeskreis bei Google Plus und so weiter und so fort. Und logge ich mich dann nochmal mit Facebook da ein, wird es ebenfalls nochmal verknüpft, etc. etc. Das heißt also, und das sind genau die Datenpools, die bei Prism abgegriffen werden. Die Größe dieser Honeypots bestimmen wir selbst. Ja, und das möchte ich nochmal sagen, sorry, deswegen. Und ich habe mich sehr viel mit diesen Bedienungsoberflächen beschäftigt. Und ich behaupte, diese Bedienungsoberflächen sind so designed, das ist Disinformation by Design. Die leiten uns dann um diese Verknüpfung herum. Und jetzt die Frage an die Designerin Gesche Joost. Ist das nicht eine Designaufgabe? Super Frage. Also erstens finde ich wichtig, den Punkt auch nochmal, den du gebracht hast, die Verknüpfung mit der ganzen Big-Data-Debatte, weil die hatten wir bisher noch kaum. Und ich finde deswegen diese ganze NSA-Debatte nicht nur wegen NSA und Prism so wichtig, sondern wegen der Zukunft von Big-Data auch total wichtig. Da müssen wir, umso mehr kommt das Thema auf uns zu, was passiert eigentlich mit meinen Daten, was sind eben meine Daten, was heißt das eigentlich, was sind das für Profile, die da entstehen. Und der Ausweg daraus kann eben nicht sein, dass man sagt, was du vorhin auch sagst, irgendwie Datensparsamkeit und dann wird das schon alles irgendwie prima und wir gucken, was wir irgendwie reinschreiben. Das ist illusorisch. Also ich glaube, auch diese Verknüpfung von Daten ist einfach die Zukunft. Und dass man da sich überlegt, einerseits, was kann man über eine Transparenzregelung, Transparenzrecht auf Daten, ist das ein Weg, den man gehen kann? Was könnte bei solchen Privacy by Design Geschichten etwas bringen, dass man mit solchen Bausteinen da etwas bewirken kann?
was wichtig daran ist, glaube ich, dass wir so eine Debatte eben in die Zukunft gerichtet führen und genau das auf den Tisch legen, dass das gerade die Realität ist und auf der realistischen Basis entscheiden, was Datenpolitik eigentlich heißt. Ja, und Big Data, ich meine, für mich als Journalist, ich habe natürlich nichts gegen Daten und solange die, ja, ich meine, ist ja so, das ist Wissen und je mehr wir wissen, desto besser kann es uns gehen. Das Problem ist ja nicht, dass es Big Data gibt, das Problem ist, dass da nicht transparent oder klar ist, wer darauf zugreift, sondern die Menschen, die meisten, die darauf zugreifen, sind entweder Unternehmen und oder Geheimdienste. Und das Problem ist ja nicht, dass sie darauf zugreifen und ich da nichts davon weiß. Wenn ich wüsste, hey, die NSA hat vorgestern da mal wieder geguckt und der BND hat da mal wieder geguckt, dann kann ich mich wehren, dann weiß ich davon. Ich meine, Geheimdienst abschaffen ist die eine Diskussion, aber dass Big Data unumgänglich ist und dass Big Data viele, viele Chancen aufbereitet, ist gar keine Frage, sondern einfach nur die Frage, es darf nur keine Frage sein, dass da unkontrolliert geheime Mächte darauf Zugriff haben, sondern wir müssen darüber bestimmen können und ich muss meine Daten im Zweifelsfall kontrollieren können und auch schützen können. Aber und das ist die Aufgabe der Politik. Ich glaube, wir müssen in der Diskussion da private Unternehmen und den Staat trennen, weil das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ja, bei Facebook kann ich rausgehen, beim Staat nicht. Ja, eben, und sozusagen der Staat hat ein Machtmonopol und Facebook hat sozusagen auch ein gewisses Monopol, aber sozusagen, da kann ich mich nicht das abmelden und muss mich nicht anmelden und gebe Daten rein und der Staat sozusagen hat eine ganz andere Rolle. Das Feindbild sollte nicht Unternehmen, die Konzerne sein, die zwar auch viel Scheiß machen, ja. Aber das Feindbild ansprechen sollen die Staaten sein. Unser eigener Staat sein. Wir sollten uns anfangen. Ja. Damit dann. Ich würde vorschlagen, ich glaube, wir können auch mal eine Themensammlung machen und die SPD Neukölln organisiert eine netzpolitische Diskussionsrunde oder was auch immer. Ja, das war sehr gut. Da reden wir dann nochmal drüber. Noch eine weitere Frage oder ja. Ich hoffe, es ist eine Frage. Ich habe noch Fragen. Ja, eine kurze Infofrage. Wie ist denn da eigentlich, wenn man da die EU-Richtlinie kippen will, in was für einer Abstimmungsmodalität muss sowas sein? Muss sowas einstimmig sein in der EU oder gibt es da Mehrheitsfragen? Wie realistisch ist das, dass gerade wenn man die Briten, die ja auch ein Stimmrecht haben in der EU dabei hat, und auch, sag ich mal, osteuropäische Staaten, die sich sehr stark den USA zuwenden, wo die USA sehr, sehr starken Lobby-Einfluss haben aufgrund von NATO-Schutz gegen Russland, aufgrund von monetären Aufwendungen, wie realistisch ist das, dass man da in Europa eine Mehrheit kriegt, um die Vorratsspeicherungsregelung zu kippen? Wie realistisch ist das? Ja, ist eine total relevante Frage. Also kann ich auch ad hoc nicht beantworten. Was richtig ist, dass halt jetzt eben die Zeit dafür da ist, vor dem Skandal von PRISM, das jetzt zu nutzen, die Chance. Und was mich hoffnungsfroh stimmt, ist eben, dass ja jetzt gerade die Klage schon läuft vom Europäischen Gerichtshof gefragt wird, was dann eigentlich aus der Abspaltung gebracht und widerspricht sie nicht fundamental gegen Bürgerrechte, also dass man da dann die Parteien zusammensammelt. Das, die Frage wird nochmal zugespitzt, wenn ich habe ja auch gefordert, dass wir ein Völkerrecht des Internets eigentlich entwickeln müssen, dann wird es ja richtig heiß, wenn wir dann mit den USA, mit Russland, mit China sprechen müssen, um erstmal zu versuchen, Völkerrecht ist ja schon ein großes Thema, wenn man sagt, erstmal so einen Code of Conduct oder so zu entwickeln, dass man sagt, wir stimmen überhaupt überein, dass es den Schutz der Bürgerrechte im Netz gibt, auf internationaler Ebene. Und das ist ein richtig dickes Brett. Also wie da die Chancen sind, weiß ich auch nicht so richtig, aber wenn man mal versucht, mit ersten Verbündeten da zusammenzukommen und sowas einrichtet, wie zum Beispiel eine Ombudsperson. Wenn du sagst, die Gaukbehörde im Netz, dann wäre es vielleicht auf UNO-Ebene Ombudsperson, dass man sagen kann, ich habe überhaupt einen Ansprechpartner, wenn meine Bürgerrechte im Netz verletzt wurden auf internationaler Ebene, dass ich überhaupt jemanden ansprechen kann. Das ist ja heute überhaupt noch nicht gegeben, dass man so eine Instanz erstmal einrichtet. Ich glaube, das sind solche Schritte. Aber ich weiß nicht, ob du das gerade gemeint hast, aber wir sollten nicht mit Chinesen und Amerikanern verhandeln über unsere Grundrechte. Wir sollten denen einfach nur sagen, pass auf, ich möchte, wenn ihr euch nicht daran haltet. Tino, Verzeihung, lass uns gleich noch ein Bierchen trinken. Ich glaube, das kann ich auch, aber du hast mehrere Fragen, wenn du noch eine kurze Frage hast, bitte stell sie noch und dann kommen wir auch. Ja, mach mal rein. Ja, eine Frage, ich hätte jetzt eigentlich noch zwei, drei Fragen, aber wenn es eine sein soll, also was macht man, ist ja ganz toll, Völkerrecht, er hat es auch schon gesagt, die Aufgabe von amerikanischen Geheimdiensten, erklären die Amerikaner, ist, ausländische Gesetze zu brechen. Wenn die Amerikaner sagen, macht mal schön, bestimmt irgendwas, wir holen uns eure Daten trotzdem. Und die Briten
zapfen Rohdaten ab von Unterseekabeln, wo man, also die werden einfach gemirrored, die werden kopiert, man merkt nicht mal, dass sie es machen. Was will man technisch dagegen machen? Was will man auch politisch dagegen machen? Ist Deutschland da machtlos, auch durch eventuell noch alte Alliiertenverträge? Ist Deutschland de facto rechtlich auch machtlos? Ist Deutschland auch technisch und gegebenenfalls geheimdienstmäßig militärisch auch machtlos? Wenn wir machtlos wären, brauchen wir keine Wahlen abhalten im September. Ja, so ist es ja nicht. Also ich meine, es ist klar, wenn wir jetzt direkt zum NSA gehen, wir müssen natürlich sagen, hier ist die Grenze überschritten, hört auf. Aber die Frage ist natürlich, ne, die werden auch sagen, ja, tut mir ja leid, wie sie jetzt auch sagen, irgendwie sie werden für Informationen sorgen. Ne. Klar, aber das war auch vorhin dein Einwurf, den du gebracht hast, wenn es um die Unternehmen geht, um das Marktort-Prinzip. Die Frage wäre, im Moment scheint es ja so auszusehen, auch nach den neuesten Enthüllungen über das X-Corp-Programm, dass die Daten auf amerikanischen Servern abgegriffen werden. Das heißt, es werden nicht auf deutschen Servern abgegriffen. Das heißt, wenn wir schon mal bei einem Unternehmen anfangen würden und sagen würden, die liegen auf deutschen Servern, da gilt deutsches Recht, dann können diese Daten nicht abgegriffen werden, dann kann man da den Hebel anlegen. Ich glaube, auf so eine Art von Strategie müssen wir uns einlassen. Das ist ein Weg, den wir gehen können. Und dann eben auf ne, europäischer Ebene, internationaler Ebene. Also ich glaube, es ist richtig so ein Zusammenspiel von einer richtigen Datenpolitik, die man entwickeln muss. Wenn wir uns dann nur auf einen Nenner, auf einen Weg einschießen und sagen, ja, die NSA nur hört mal auf, das wird es allein auf jeden Fall nicht bringen. Du hast gerade von der Grenze gesprochen. Wo ist denn die Grenze bei dir? Was dürfte die NSA dann? Nicht mehr überwachen? Ja, dann gibt es die NSA nicht mehr. Deswegen sage ich ja, das wird allein nicht helfen. Also wir können natürlich einen frommen Wunsch äußern und sagen, ihr dürft uns aber nicht mehr überwachen. Dann wird die NSA sagen, echt? Oh Mann, das ist aber jetzt echt. Also insofern. Ja, klar. Ja. Ich glaube, Thilo Jung, wir können das zusammen moderieren. Geheimdienstreform in den USA. Was haben wir da so vorgestellt? Es passiert im Parlament übrigens gerade mehr als bei uns. Genau. Also aber in Amerika, die Parlamentarier, die laufen gerade Sturm. Wäre letzte Woche dieses Gesetz, dieses Amendment durchgegangen, das wäre grandios gewesen. Das wäre super gewesen. Genau. Also ich glaube, das ist einfach ein Thema für vielleicht einen weiteren Abend oder wie auch immer. Letzte Frage noch. Ich würde, pass auf, lass uns das bitte gleich klären, weil ihr seid jetzt alle ein bisschen böse auf mich so, aber das muss man, so eine Talkshow oder sowas geht halt immer nicht ewig. Ich glaube, wir sind jetzt eine anderthalb Stunden am Reden. Ganz kurz. Nee, ist noch nicht zu Ende. Ihr braucht noch einen Start. Also, einmal kurz durchatmen vielleicht. Ich würde jetzt das Thema NSA, PRISM, Tempora, GCHQ, wie auch immer, schließen. Verzeihung dafür. Und ich würde doch jetzt, also wir haben ja immerhin so viel Wahlkampf sei vielleicht erlaubt. Das ist ja ein ganz böses Wort, aber wir haben ja Gesche Joost hier bei uns und die wird ja die nächste Internetministerin sein. Ne? Also muss man ja so sagen. Und Gesche, ich würde ganz kurz... Kannst du das zweite Thema sein? Na, wir machen das. Ich kann gerne dazu setzen, aber also im Moment machen wir noch mal kurz hier ein Gespräch. Aber wir machen das an der Bar-Hierarchie. Genau. So, ich würde ganz gerne von dir... Okay. Ich würde ganz gerne von dir noch mal ein bisschen auf was Positives. Also Netz ist ja jetzt nun mal nicht nur irgendwelche Überwachung und irgendwelche Geheimdienste, die uns da hinterher schleppen wollen, sondern das bietet ja auch schon ein paar Chancen. Wir haben hier Thilo Jung, der macht... Journalismus macht er. Ja, ich habe die richtigen Worte, weil sozusagen, ich vermute mal, bisher hat noch kein Sender gesagt, ich mache dein Format so, wie es ist, bei mir für Geld. Doch. Oh, gibt es schon. Okay, das sind Neuigkeiten. Aber zumindest hast du sozusagen mit diesem Medium, mit einer relativ niedrigen Hürde Journalismus machen können und wir haben das zum Beispiel bei der Aufschreidebatte, Hashtag oder sowas, da kann auch wirklich aus dem Netz heraus politische Themen gesetzt werden. Ich würde ganz gern von dir nochmal wissen, was für Chancen siehst du, also demokratische Partizipation, was für Hoffnungen setzt du denn trotz alledem noch ins Netz? Genau, mit der demokratischen Partizipation, das können wir vielleicht gleich zusammen besprechen. Was echt vor dem ganzen Hintergrund, was wir besprochen haben, ist wirklich die große Gefahr, auch dass bei den Bürgerinnen und Bürgern, die heute gerade nicht hier im Raum sind, dass da der Eindruck entsteht, ich habe es ja eigentlich immer schon gewusst, dass mit dem Netz, das ist irgendwie eine windige Sache und dass sie das Vertrauen ins Netz verlieren. Das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren kann.
weil eigentlich sehe ich unglaublich viele Chancen des Netzes. Wir wissen alle, wie die vernetzte Bildung sich gerade entwickelt, dass irgendwie die großen amerikanischen Universitäten und weltweit, die stellen ihre Kurse umsonst ins Netz und man kann von überall her, zu welcher Zeit auch immer, darauf zugreifen. Das ist einfach ganz, ganz großartig und es ist auch bis ins hohe Alter eine ganz tolle Chance, dass man dort teilhaben kann an Gesellschaft, an Bildung, an solchen Themen. Das ist einfach sehr geil. Ein zweites sehr geiles Thema ist die ganze Open Strategy, wie ich es nenne, also Open Access, Open Source, Open Data, Open Government, dass man gerade das, was in Gefahr jetzt zu sein scheint, diese Öffnung des Netzes für Bürgerinnen und Bürger so toll realisieren kann. Dass man sagt, Open Government ist eine Idee, dass die Verwaltung einfach komplett ihre Daten zur Verfügung stellt und man kann halt reinschauen. Also jetzt mal ein Szenario, wir sind hier in Neukölln, man kann sich überlegen, man hat ein Nachbarschaftsnetz und man hat direkt eine Bürgerplattform, wo man sehen kann, was macht eigentlich gerade der Berliner Senat in Berlin-Neukölln. Und da gibt es eine App und ich laufe durch die Gegend und dann sieht man, was weiß ich was, die Bauvorhaben und was da alles beschlossen wird. Das sind so tolle Möglichkeiten, die heute durch die Vernetzung da sind und die man realisieren sollte, die ich gerne realisieren würde. Dazu brauchen wir aber einen klaren Umgang, eine klare Transparenz darüber, was sind eigentlich Daten, was sind da die Möglichkeiten und was sind Bürgermöglichkeiten auch der Chance des demokratischen Miteinanders im Netz. Und diese Diskussion möchte ich gerne führen, auch mit sehr unterschiedlichen Leuten, nicht nur mit den Netzaffinen, sondern auch mit älteren Leuten, mit Familien, mit Jugendlichen, dass man da die Brücken wirklich schlägt und sagt, Leute, das Netz ist eben nicht dieser böse Hackerspace und der wird sowieso nur überwacht, sondern das ist ein ganz tolles Forum, auf dem sehr, sehr vieles passiert, was gesellschaftlich relevant ist. Ich würde da gerne noch mal einmal nachfragen, du klatschst ruhig, gerne. Du hast es am Anfang auch schon mal gesagt und jetzt auch nochmal, also dieser Senioren-Computer-Club und sowas. Und ich finde, das ein interessantes Thema. Man sieht, hier sind eher junge Leute und wir reden mit Leidenschaft über unsere Daten und was weiß ich. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber eine große Prozentzahl der Bevölkerung sind ältere und vielleicht auch andere Leute, die jetzt eben nicht jeden Tag im Netz sind. Und hast du da irgendwie so ein paar Ansätze, wo du diese, dass halt auch die Leute nicht ausgeschlossen werden von so einer Netzelite? Das finde ich ein total wichtiges Thema. Das war ja auf der Republika auch ein großes Thema, dass sich so die Netzgemeinde immer sehr einig oder häufig sehr einig ist, was so Netzpolitik angeht. Aber das weiß halt die Großmutter um die Ecke oder einfach der Nachbar weiß das nicht und versteht das auch überhaupt nicht. Und das ist eine Übersetzungsarbeit, die wir ganz wichtig, die wir wichtigerweise leisten müssen. Und dann müssen wir uns echt an die eigene Nase packen, dass das passiert. Und dass wir auch zeigen, was heißt vernetzte Gesellschaft für auch zum Beispiel eine ältere Generation, was sind da die guten Möglichkeiten. Also dann fängt man mal an den Diensten, das ist so ein Aspekt, der sicherlich wichtig ist. Aber gerade dieses bürgerschaftliche Miteinander finde ich so toll. Und dieser Senioren-Computer-Club ist für mich deswegen so ein gutes Beispiel, weil die ihre eigenen Zugänge entwickelt haben. Was haben die eben für Austauschforen im Netz, wo sie sich darüber unterhalten, informieren können, wo sie aber auch Gleichgesinnte finden? Was haben die eben für Bildungsformate oder was haben die für Organisationstools, dass sie sich einfach verabreden und dann gemeinsame Unternehmungen machen. Und das ist wirklich was, was in dem Fall jetzt Leute auch aus der Isolation rausholt und wo man einfach mehr miteinander hinbekommen kann. Und das sind Sachen, wo ich glaube, an wirklich Leuten die Türen öffnet und sagt, hier, das sind die Möglichkeiten, such dir was aus, schau, was so deine Wege ins Netz sind, damit das auch ein gemeinschaftliches Ding wird, damit es nicht ein Techie-Thema ist und damit es wirklich etwas ist, was uns gesellschaftspolitisch weiterbringt. Weil für mich ist es nicht nur irgendwie ein neues Medium oder eine neue Technologie, sondern es ist die zentrale Vernetzung für Gesellschaft. Und da fängt dieses Partizipationsthema einfach an und ist total wichtig. Ich finde, und das ist genau richtig, dass wir jetzt endlich an diesem Punkt sind, also dass wir mal über das Gute reden, weil wir uns vielleicht ganz kurz vorstellen. Also Jens Best ist der Bürger aus Neukölln. Ja, ich wohne hier. Ich wollte noch mal versuchen, an Ewalds Antwort auf die Frage, was können wir denn da machen, weil wir können jetzt Negatives machen, aber ich finde es viel wichtiger, dass was Gede sagt, dass wir uns jetzt, ähnlich wie Jens Stoltenberg beim Terroranschlag gesagt hat, wir lassen uns nicht vom Terroristen, sondern jetzt heißt es mehr Offenheit, mehr Demokratie, ist das genau dieselbe Antwort, die wir jetzt auch geben, ohne natürlich naiv zu sein an der Stelle, wobei naiv ist toll, nämlich die, was mich freut an diesem Prism und so weiter, ist, dass ich seit in dieser Aufmerksamkeitsgesellschaft, wo eine Woche lang schon bedeutet, dass du total angesagt warst, seit über neun Wochen jetzt, dieses Thema von der Taz bis zur Faz, das ist Chefredakteur-Anweisung von Pol bis Schirmacher, dieses Thema wird nicht fallen gelassen. Warum?
Weil diese Leute, und deswegen müssen wir uns auch nicht aufregen, dass da nicht 200.000 Leute rumlaufen. Die Menschen sollen ihr Leben führen und es gibt auch Leute, die sich um Verfassungsfragen kümmern. Das ist, hier ist die Verfassung bedroht. Das hat der Typ, der dafür zuständig ist, der Friedrich, hat es nicht ganz verstanden, deswegen muss der weg. Aber es gibt andere. Die haben es verstanden. Und das Wichtige ist, es geht von links bis rechts, es geht von Ines Pohl bis Frank Schirmer. Das sind also Menschen, ich sag mal, das ist, ich sag's jetzt mal so, das ist die intellektuelle Ebene dieser Gesellschaft, die sagt, hier an dieser Stelle, und das ist das Tolle, bei Wefing, ja, ein Mann von der Zeit, der jahrelang gegen das Internet geschrieben hat, ja, da konntest du, beim Wefing-Artikel konntest du als Netz-Community-Mensch sicher sein, dass dir der Hut hochging. Wefing schreibt jetzt ganz klar, hier ist die Verfassung bedroht, in dem Internet. Das heißt, was wir jetzt haben, ist eine Chance der Demokraten zu sagen, endlich ist das Internet angekommen, weil gesehen wird, dass unsere Verfassung im Internet bedroht wird. Wie wir jetzt darauf antworten, wie Brasilien, dass Brasilien die UNO anruft, das sind alles wichtige Sachen. Wir brauchen einen digitalen Appendix für die Menschenrechte. Das dauert 10, 15 Jahre, der wird kommen. Wir brauchen das auf europäischer Ebene. Gleichzeitig ist es auch gut, wenn wir so viele Krypto-Partys wie immer haben. Ja? Die Leute, die ein bisschen verschlüsseln lernen, ist okay. Aber Richard hat natürlich vollkommen recht. Es kann nicht sein. Also, ich stelle mir das vor, wir auf der Straße, wir würden durch Neukölln laufen und ich würde Ewald treffen und sagen, Schnecke, schnuppen, 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 schnuppen. Er würde mich verstehen, weil er kennt meinen Schlüssel. Ja, und die anderen nicht. Also, das geht also nicht, dass wir, wenn wir miteinander was machen wollen und auch im Internet, dass wir uns jetzt anfangen, alle zu verschlüsseln. Wir wollen ja miteinander was tun. Wir wollen nur dann, und ich glaube, das ist auch das, was Janik am Anfang auch sagte, nicht, dass wir jetzt diese Offenheit rückerobern müssen, ohne, okay, momentan ist es extrem emotional, ja, deswegen, ich höre auch jetzt auf zu reden, aber momentan ist es wirklich, könnte man jeden Tag nur kotzen, ja? Aber, oh, aber auf der anderen Seite ist wirklich der Punkt, dass wir sagen müssen, okay, wie gehen wir das jetzt an? Und ich bin wirklich, ich bin fast schon beruhigt, ja? Wenn ich sehe, wie groß die Allianz ist von Nicht-Nerds, die in dieser Republik jetzt sagen, na Moment mal, das Digitale, das ist Bestandteil unserer Realität und wir haben Werte. Das ist auch ein europäisches Narrativ, was da gerade über das Web quasi anfängt, auch in die Realität zu kommen. Das sind super Sachen. Insofern, vielen Dank NSA. Wir haben gesagt, wir nehmen es leider nicht auf, deswegen, ich will meine Rede nochmal Twitter haben. Aber vielen Dank. Insofern, danke. Auch danke dir an Eike. Medien haben verstanden, worum es geht. Also die Medien machen wirklich, also gerade auch Zeitungen und so weiter, Qualitätsmedien sozusagen. Machen einen tollen Job, muss man sagen. Das ist auch in Deutschland, glaube ich, fast einmalig. Das Problem ist aber natürlich als Journalist, man sieht ja auch eine Gefährdung, weil einfach nur zum Beispiel Quellenschutz und so weiter, den gibt es ja faktisch nicht mehr, wenn die NSA immer einsehen kann, mit wem ich gerade telefoniert habe, mit wem ich mich treffe. Ich meine, dank iPhone-Tracking und so weiter ist das ja alles möglich. Das ist natürlich auch ein Selbstinteresse dahinter, also von den Journalisten. So, Janik, das ist jetzt der letzte Wortbeitrag. Das ist ja auch immer bei diesen, ich vergleiche es immer so ein bisschen, in den Fernsehshows, dann ist es immer ein bisschen peinlich, wenn die, weiß ich nicht, Maybrit oder sowas, also jetzt ist aber Schluss. gleich kommen, weiß ich nicht, Tagesthema oder sowas. Auf jeden Fall, ihr habt gleich noch ein Schlusswort. Ja. Aber die Frage, die, also sozusagen, wenn der Journalismus verstanden hat, die Frage, die ich mich stelle, haben jetzt auch dann die Politiker am Ende verstanden, weil die letzten sozusagen netzpolitischen Debatten, die wir immer wieder hatten, waren irgendwie beschissene Abwehrkämpfe, wo es irgendwie nur darum ging, Überwachung zu verhindern, wo es darum ging, irgendwie ein bescheuertes Leistungsschutzrecht zu verhindern, wo es darum ging, Bestandsdatenauskunft zu verhindern, wo es darum ging, irgendwie machen wir ein bisschen besseren Datenschutz und so weiter und so fort. Das heißt, man hat immer irgendwie, man hat immer so Abwehrkämpfe geführt, was dann die Kraft für alles andere entzogen hat und man konnte überhaupt nicht nach vorne denken, wo man eigentlich der Gesetzgeber hin müsste, sozusagen schon nach vorne denken, wo jetzt sozusagen das Internet der Dinge kommt, wo die alle Gegenstände anfangen miteinander zu kommunizieren, was sozusagen auch rechtlich ganz neue, auch datenschutzrechtlich ganz neue Dinge sozusagen, aber wir führen sozusagen immer noch Debatten wie jetzt mit der Telekom, die drosseln und dass man dann surfen kann wie 1998 oder so, sozusagen wir führen Debatten, die irgendwie, wo ich mir dann denke, so muss man nicht führen und ich hoffe sozusagen, dass Prism dann zumindest sozusagen einen Wendepunkt gibt, wo man dann nach vorne schaut und auf die Chancen endlich. So, ich würde dem Podium an dieser Stelle mal recht herzlich danken. Ich würde die Diskussion jetzt schließen. Entschuldigung, aber ich glaube, wir haben jetzt fast zwei Stunden gequatscht und es ist fast umgestellt. Ne? Ich mache jetzt den ersten Schritt.
Und wie gesagt, die sind alle noch ungleich. Ich glaube, das Agora, die Bar unten, hat auch weiterhin noch offen. Also vielleicht können wir einige Gespräche gleich noch weiterführen. Ist eine Debatte ohne Ende irgendwie. Und ich würde euch jetzt bitten, wie im Internet, genau, da geht es auch immer weiter. Wenn ihr morgen aufwacht, ja, und ihr seid plötzlich Internetministerin, was wäre eure erste Amtshandlung und was ist euer Lieblings-Hashtag? Tilo. Mein Lieblings-Hashtag ist Not the Onion. Also das ist so, das ist jetzt Realsatire, was hier gerade passiert. Letzten paar Wochen ist es sehr oft passiert, gerade mit Äußerungen von Politikern zum Thema Prism und so weiter. Internetminister? Du bist morgen Internetminister. Ja, halt das so wie die Uli da. Ich würde dafür sorgen, dass das Amt abgeschafft wird. Ach, Tilo! Ich sehe da keinen Grund. Das ist doch Quatsch! Ja, dann überzeugt mich vom Gegenteil. Also, wenn wir jetzt sagen, dass das die Fragen der digitalen Gesellschaft werden auf die ganzen anderen Ressorts aufgeteilt wie bisher, dann passiert doch gar nichts. Das ist doch völlig klar. Du musst doch irgendwie nicht jetzt ein Internetministerium, aber du musst doch irgendwie eine zentrale Position. Aber einen deutschen Ansatz, da müssen wir gleich größer. Brauchen wir auch einen Kommissar. Aber gehe ich jetzt, bist du dran. Was würdest du machen am 23. September? Sag's jetzt mal so. Genau. Ich würde ganz viel machen, aber eine der ersten Sachen, wenn wir nach Brüssel fahren, mit Viviane Reding, mich auf einen Kaffee treffen und gleich mal sagen, wie wir erstens die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie kippen und das zweite ist, wie wir die Datenschutzrichtlinie so novellieren, wie es angemessen ist nach Prism und das dritte ist, die Störerhaftung abzuschaffen, damit wir mehr freie WLAN haben. Ja. Und halt, mein Lieblings-Hashtag ist WTF, what the fuck. Ja, nee, du dran. Also, das ist auch schon heute Thema, würde ich auch die Vorratsdatenspeicherung zuerst versuchen zu kippen und alle sozusagen auch in der SPD zu versuchen zu überzeugen, dass das keine gute Sache ist. Hashtag ist natürlich Reclaim Your Data. Da muss ich das jetzt nicht sagen. So, ich sage ja mal vielen Dank an Gesche, an Yannick, an Tilo. Ich fand es sehr interessant, auch an die Redebeiträge und Fragen aus dem Publikum. Sorry, dass nicht alle drangekommen sind. Ist halt manchmal so, wir können ja gleich noch ein Bier trinken. Ich würde auch nochmal dem Agora-Kollektiv danken. Also da muss man echt mal die Applaus. Agora-Kollektiv hat ja nicht nur ein ziemlich schönes Haus und einen schönen Garten, sondern hier kann man zum Beispiel auch Coworking machen, hier gibt es Künstlerateliers, hier gibt es Yoga-Klassen, die waren hier vorher drin. Also falls da welche von euch Bedarf haben, ich weiß nicht, ob noch Platz da ist, aber meldet euch hier. Chris, der gerade an der Bar steht, vielen Dank. Und nochmal, vielleicht Fritz, stehst du auch nochmal auf. Das ist, ihr wisst das, er hat es begrüßt, Fritz Felgentreu, der Gastgeber, auch nochmal Applaus bitte. Ich habe ja jetzt moderiert und ich habe ja versucht, mich zurückzuhalten manchmal. Nur eine Sache ist es nicht, sinnlos zu wählen. Das finde ich ein ganz blöder Ansatz. Und am 22. September ist ja Wahl. Und ich sage das jetzt mal so, das ist eine Möglichkeit. Fritz Felgentreu hier in Neukölln, das ist der Bundestagskandidat, hoffentlich dann bald Bundestagsabgeordneter. Gesche Joost wäre die Frau, die dann das Internetministerium, Staatssekretariat, wie auch immer. Kommst du eigentlich in den Bundestag? Also deine Liste oder so? Nee. Achso. Muss ich nicht. Vielleicht am 23. September dann wieder eine Nummer nehmen. Naja, Professorin der UDK. Ich sag gerade Tschüss. Lass mich mal zu. Und deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall auch eine Nachricht so. Also nicht wählen gehen, voll der Quatsch so. Es wäre natürlich schön, SPD zu wählen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber wichtig ist erstmal wählen zu gehen, weil sonst verschenkst du halt dein Zeug. Lass uns bitte nicht immer nicht wählen, das Thema. Ich weiß, du hast einen Beitrag gemacht. Ich wollte einen Satz sagen, man soll zur Wahl gehen, wenn man glaubt, eine Wahl zu haben. Ja, man hat eine Wahl. Das ist ein langer. Das ist ein so. Pass auf. Aber ich will nicht, das ist noch ein Thema. Wir machen eine Sendung zusammen, alles klar. Also. Wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Fritz Felgentreu ist auch im Internet, Facebook und eine Internetseite. Das ist der lokale Kandidat, Gesche Joost, vielen Dank. Und ja, nochmal an euch, ich fand es sehr interessant, lebhaft und